Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie euch alle sehr herzlich zum 6. Seniorendialog des Oberösterreichischen Seniorenbundes, diesmal zum höchst aktuellen Thema Macht Einsamkeit krank, begrüßen. Einsamkeit ist ein gesellschaftliches Thema, das schleichend auch immer mehr zum Problem wird und das durch die Corona-Krise deutlich sichtbarer geworden ist. Speziell bei älteren Menschen. Die demografische Entwicklung, statistische Prognosen und auch aktuelle Studien bestätigen dies. Auf diese Entwicklung will der Oberösterreichische Seniorenbund aufmerksam machen und das Thema Einsamkeit auf die politische Agenda bringen. Wir wollen im Rahmen des heutigen Dialogs mit etablierten Experten die Fakten und Zusammenhänge aufzeigen, damit die Entwicklung hin zu einer vereinsamten Gesellschaft rechtzeitig gesehen wird und rechtzeitig Maßnahmen dagegen getroffen werden können. Bei allen Referenten bedanke ich mich im Namen des Oberösterreichischen Seniorenbundes sehr herzlich für Ihre Bereitschaft, auch in der jetzt schwierigen Corona-Zeit als Referenten zur Verfügung zu stehen. Apropos Corona, jede Krise ist eine Chance und daher wird dieser heutige Seniorendialog auch als Premiere für den Seniorenbund per Livestream im Internet übertragen, da im Saal aufgrund der Abstandsbeschränkungen nur eine eingeschränkte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht. Ich darf also alle Gäste im Saal, aber auch alle Zuseher im Internet sehr herzlich begrüßen und im Anschluss an die Vorträge um eine rege Diskussion ersuchen. Auch die Online-Zuseher können über die E-Mail-Adresse seniorendialog@ooe-sb.at Diskussionsbeiträge jederzeit senden und diese werden, so gut es geht, in die Diskussion einfließen. Ganz besonders begrüße ich eine Reihe von Ehrengästen und Referenten. An vorderster Stelle den Landeshauptmann von Oberösterreich, Magister Thomas Stelzer. Herzlich willkommen. Du wirst dann gleich zu Beginn sprechen zum Thema Einsamkeit geht die Politik sehr wohl etwas an. Im Anschluss daran wird unser Landesobmann, Landeshauptmann außer Dienst, Dr. Josef Bühringer zum Thema Einsamkeit im Alter, das Mammutthema der Zukunft sprechen. Auch dir ein herzlicher Gruß. Zum Schluss der Referenten, bevor ich zu den Fachexperten komme, wird dann noch der Sozialsprecher der Oberösterreichischen Volkspartei, Abgeordneter zum Landtag, Dr. Wolfgang Hartmannsdorfer, zum Thema, was die Politik gegen Einsamkeit tun kann, sprechen. Auch dir herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Es freut uns, wie gesagt, sehr, dass wir auch hochkarätige Fachexperten für unsere Veranstaltung gewinnen konnten und ich begrüße sehr herzlich und er wird zum Thema Herausforderung Einsamkeit im Alter, speziell in der Corona-Zeit sprechen, Universitätsprofessor Dr. Franz Kolland, er ist Soziologe und Alterswissenschaftler. Herzlich willkommen. Und ebenso herzlich begrüße ich den Theologen und Religionssoziologen, der das Thema auch mit einem anderen Blickwinkel versehen kann, Universitätsprofessor Dr. Dr. Paul Michael Zulehner. Herzlich willkommen. Abschließend darf ich noch en bloc begrüßen als Vertreter des OÖVP-Landtagsclubs die Landtagsabgeordnete Gertraud Scheibelberger sowie, ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber wenn er hier ist, natürlich herzlich willkommen, der Abgeordnete außer Dienst Heinz Pohlhammer-Zeilinger, aber ich sehe ihn jetzt nicht. Aber Gerti, dir herzlich willkommen. Und natürlich darf ich auch die anwesenden Landesobmann-Stellvertreter des Oberösterreichischen Seniorenbundes, Bezirksobmann Hans Veitzelmeier, Bezirksobfrau Ursula Vogelsam und Bezirksobfrau
Josephine Richter, mit allen Bezirksobleuten, Funktionären und Mitgliedern herzlich begrüßen. Herzliches Willkommen. Wir haben heute ein brennend aktuelles Zukunftsthema gewählt. Das hat auch das Medieninteresse im Vorfeld schon gezeigt. Daher gilt es natürlich, keine Zeit zu verlieren. Und ich darf daher unseren Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer um sein Eingangsstatement, um sein Referat ersuchen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde vom Seniorenbund, geschätzte Referenten, vor allem lieber Landeshauptmann Büringer, vielen Dank für die Einladung zum Seniorendialog, aber besonders herzlichen Dank auch für die heutige Themenwahl. Vor einer Woche genau war hier im Saal die Sitzung des Oberösterreichischen Landtags, der ja auch aufgrund der Abstandsregelungen ausweichen musste. Und auch dort, so wie überall, ist natürlich das Thema und die Herausforderung Corona in aller Munde und das zu Recht, denn das möchte ich gleich zu Beginn sagen, wir sind noch immer nicht in einem Zustand, den wir vor Corona hatten, wir sind auch nicht in einer Phase nach Corona, sondern wir sind immer noch mitten in der Corona-Herausforderung und das heißt, dass wir uns noch auf einige Zeit auf diesen Balanceakt mit dieser Krankheit, so gut es eben geht, umzugehen, uns davor zu schützen und gleichzeitig aber möglichst viel Lebensfreude, Gestaltung, wirtschaftliches Vorankommen, Arbeitsplatzsicherheit zu schaffen, dass wir mit dieser Balance auch entsprechend umgehen können, müssen. Und mit Corona ist auch ein Wort in Umlauf gekommen, das kann man mögen oder nicht richtig meinen, falsch verstehen wie immer, das ist das Social Distancing. Gemeint wird zuallermeist, dass wir voneinander mit Anstand sozusagen Abstand halten. Es hat aber, und damit bin ich auch unmittelbar beim Thema, mit Sicherheit dazu geführt, dass wir auch so etwas wie Abschottung oder uns voneinander fernhalten oder ferngehalten werden, auch erreicht haben und damit das Thema in Einsamkeit zu sein oder in Einsamkeit gedrängt zu werden, mit Sicherheit in dieser Phase besonders hervorgekehrt wurde. Einsamkeit ist immer eine Herausforderung, immer ein Problem und mit Sicherheit im Alter auch ein ganz besonderes. Corona führt auch dazu, dass wir gesellschaftliche Phänomene, über die wir gar nicht mehr großflächig diskutiert haben, mit denen wir uns viel zu wenig vielleicht auseinandergesetzt haben, plötzlich in den Mittelpunkt wieder gerückt sind, auch einer gesellschaftlichen Diskussion. Ich möchte bei einem ganz anderen Beispiel beginnen, beim Thema Kultur. Dort hatten wir auch ganz lange Wochen hindurch die Herausforderung, dass die vielen Kulturengagierten und noch viel mehr Kulturinteressierten unseres Landes gesagt haben, alles wird schon langsam wieder möglich, sogar für den Fußball gibt es schon Regeln, aber wie wir mit der Kultur umgehen, das wissen wir immer noch nicht. Und das soll plakativ zeigen, dass wir einfach als Menschen mehr brauchen, als dass bloß das wirtschaftliche Gefüge funktioniert, als dass wir funktional sozusagen mit unserer Arbeit umgehen können. Wir sind mehr und daher brauchen wir auch mehr. Und es sind sich eigentlich alle einig, wenn wir uns wirtschaftlich wieder erholen wollen, wirtschaftlich stark sein wollen, dann geht das zum Beispiel auch nur, wenn wir als Kulturland wieder in einer guten Art und Weise miteinander leben können, weil einfach der Mensch als Gesamtes angesprochen sein muss, damit wir uns perspektivenreich weiterentwickeln können. Und dazu gehört natürlich auch ganz besonders die Herausforderung Gemeinschaft. So toll wir uns für uns selber ganz persönlich auch immer halten mögen, unsere eigenen Talente, unser eigenes Vorankommen, unseren eigenen Lebensentwurf. Wir wissen es alle aus unserer persönlichen Erfahrung, aus unserem persönlichen Leben. Wir sind nun einmal so angelegt, dass wir Gemeinschaft brauchen und wollen und uns eigentlich auch nur in Gemeinschaft wirklich wohlfühlen und in Gemeinschaft auch gut sind. Und daher ist das Thema, wie geht Gemeinschaft, wie geht Miteinander wieder auch unter neuen Regeln auch plötzlich wieder in den gesellschaftlichen Diskurs gekommen, Gott sei Dank. Und in unserer demokratischen Kultur ist die Politik nun mal für das Organisieren der Gemeinschaft, für das Rahmengeben, für gemeinschaftliches Zusammenkommen zuständig. Und daher ist natürlich auch all das, was Gemeinschaft herausfordert, wie zum Beispiel die Einsamkeit,
ein Thema für die Politik, muss es ganz besonders sein und Politik muss sich darum auch annehmen. Wie vieles in unserer Gesellschaft ist die demografische Entwicklung auch für dieses Thema eine ganz wichtige. Das brauche ich euch als Engagierte im Seniorenbund nicht besonders erzählen, dass unsere gesellschaftliche Entwicklung so ist, dass die Älteren vom Anteil an der Gesellschaft immer mehr werden, die Jüngeren im Vergleich dazu weniger, wenn wir es auf der Basis von heute sehen, was vielerlei Themen mit sich bringt. Zum Beispiel, weil wir es gerade gestern auch in diesem Haus präsentiert haben, wird die Pflege ein Thema, wie können wir sie organisieren, wie gibt es ausreichend Leute, die sich um Pflege kümmern, zusätzlich zu dem, was Gott sei Dank in der Familie passiert, wie können wir diese Berufe attraktiver machen, welchen Rahmen geben wir ihnen. Wir haben eben gestern hier ein neues Pflegepaket vorgestellt, weil auch durch die demografische Entwicklung Pflege besonders herausgefordert wird. Und bei der Einsamkeit sehe ich auch unsere demografische Entwicklung als entsprechende Grundlage. Denn wenn weniger Junge nachkommen, ist das so automatische Zusammenkommen zwischen Jung und Alt oder dass jemand da ist, mit dem ich mich mal bloß unterhalten kann, mit dem ich zusammenkommen kann, ist das auch immer herausfordernder und es wird immer weniger selbstverständlich. Großfamilien nehmen ab und vieles andere mehr. Und daher gibt es da einfach eine Herausforderung. Vielleicht haben Sie und habt ihr auch die Berichterstattung aus anderer Herren Länder verfolgt. Da war ja vor kurzem über Japan zu lesen, eine ganz eigentümliche Entwicklung, dass Japan mit dem Phänomen lebt, dass die Gefängnisse nach und nach übergehen mit älteren Damen und Herren. Aus einer Entwicklung heraus, wie man festgestellt hat, dass die absichtlich Ladendiebstähle begehen und sagen, im Gefängnis, da bin ich wenigstens nicht einsam. Eine unglaubliche Vorstellung und wenn es in dieser Dimension vielleicht nicht so stimmt, wie es berichtet wurde, aber in der Dramatik, was da an Herausforderungen drinnen steckt, kann es das, glaube ich, schon ganz gut unterstreichen. Einsamkeit ist meistens ein sehr leises Thema, manches Mal wahrscheinlich auch noch mit Scham verbrämt, da redet man nicht gern drüber, man ist so quasi verunsichert. Es ist mit Sicherheit aber ein ganz, ganz großes Thema, weil wir hier über Leute reden, die nicht einfach ihre Ruhe haben wollen, sondern die in Einsamkeit vielleicht gedrängt sind und schwierig aus dieser einsamen Situation auch herausfinden. Daher gehört es in die Öffentlichkeit und daher gehört es auch zu den politischen Themen, die wir entsprechend lösen und wofür wir Antworten suchen müssen. Politik kann, so wie in den meisten Fällen, nicht den Einzelfall betreuen und nicht eine einzelne Person aus der Einsamkeit herausholen. Wir können aber versuchen, das zu unterstützen und das voranzubringen, wo wirksam gegen Einsamkeit vorgegangen wird, wo für Gemeinschaft gesorgt wird. Wir können uns sozusagen um die kümmern, die sich um die Einsamen kümmern, indem wir unsere Sozialpolitik, unsere Sozialbudgets noch besser so aufstellen, dass die Besuchsdienste, Gemeinschaftserlebnisse, Einkaufshilfen, wie immer, organisieren und aufstellen, dass wir die entsprechend unterstützen und das haben wir in unseren sozialen Planungen auch entsprechend vor. Und, sehr geehrte Damen und Herren, Stichwort Corona-Zeit, wir haben natürlich in diesen Wochen auch viel gelernt. Zum Schutz der Gruppen, die besonders durch die Krankheit betroffen sein können, was Auswirkungen anlangt, wurde ganz zu Beginn der Krise großflächig, was Spitäler, aber auch Alten- und Pflegeheime anlangt, ein sehr strenges Besuchsregime aufgezogen, bis hin zu einigen Tagen und Wochen, wo fast überhaupt keine Besuche möglich waren. Man muss sich zurückerinnern, immer die Bilder, die wir aus unserem Nachbarland Italien vor Augen hatten, die damals natürlich auch die politischen Entscheidungen und unsere gemeinsame Diskussion geprägt haben. So wichtig dieser Schutz mit Sicherheit war und ist, er hat aber auch auf der anderen Waagschale einen Preis mit sich gebracht, dass nämlich viele ganz, ganz einsam waren in einer Phase des Lebens, wo sie sagen, wie oft wird es noch möglich sein, meine Tochter, meinen Sohn oder meine Verwandten zu sehen. Und daher ist jetzt in diesen Wochen unsere Herausforderung, dass wir, wenn wir noch länger mit Corona leben müssen, uns zwar schützen, auch in den Alten- und Pflegeheimen, aber trotzdem das Zusammenkommen, die Besuche entsprechend zulassen, damit das psychische Momentum unseres Lebens hier auch entsprechend unterstützt wird. Ich glaube, dass wir in Oberösterreich durchaus Vorteile haben, wie in vielen anderen Fällen auch, in dieser Herausforderung
gut bestehen zu können, vielleicht besser als andere. Wir haben eine sehr verlässliche, eine dichte ehrenamtliche Struktur, die sich gerade auch um das Miteinander mit Älteren kümmert. Die gilt es zu unterstützen. Wir haben Gott sei Dank das Phänomen und viele Vertreterinnen und Vertreter dieses Phänomens sitzen ja hier oder schauen vielleicht heute zu, indem der Pensionsantritt nicht bedeutet, dass ich mich aus der gemeinschaftlichen Verpflichtung oder dem gemeinschaftlichen Engagement verabschiede, sondern eher ganz im Gegenteil, dass ich gerade dann auch bereit bin, mich in Organisationen einzubinden, wenn es der Seniorenbund ist, natürlich ganz besonders gut. Das ist aber auch sehr, sehr wichtig, weil viele Angebote geschaffen werden, aber weil auch Meinungsbildung betrieben wird. Und dafür möchte ich dem Seniorenbund auch sehr, sehr danken. Es ist nicht nur eine Organisation, es ist nicht nur das Veranstaltungsangebot und vieles andere mehr. Es ist eben auch die Verantwortung, Meinung zu bilden, Themen in die Öffentlichkeit zu tragen, für diese Themen auch Lösungen anzubieten, zu erarbeiten, sie in die gesellschaftliche Diskussion und dann auch in zur politischen Debatte zu bringen. Dafür danke ich euch mit dem Obmann, Landeshauptmann Büring an der Spitze ganz besonders, sehr aber auch für dieses sehr spezielle Thema, über das wir uns heute unterhalten und wo es uns hoffentlich gelingt, miteinander Antworten zu finden, die mithelfen, der Einsamkeit noch besser als bisher Paroli zu bieten und für noch mehr Gemeinschaft zu sorgen. Herzlichen Dank und alles Gute. Ja, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, vielen herzlichen Dank für dein Eingangsreferat und auch für das Bekenntnis, dass das Thema Einsamkeit im Alter auf die politische Agenda gehört. Vielen Dank dafür. Ich darf nun gleich folgend deinen Vorgänger, unseren Landeshauptmann außer Dienst Dr. Josef Büringer, ans Rednerpult ersuchen. Sehr geehrter Landeshauptmann, lieber Thomas, sehr geehrte Abgeordnete Hartmannsdorfer und Scheibelberger, Herr Professor Zulehner, Herr Professor Wolland, liebe Teilnehmer im Saal und an den Bildschirmen. Der Seniorenbund hatte das Thema Einsamkeit schon lange am Radar. Nicht erst seit Corona, weil wir um die Wichtigkeit des Themas wissen. Und weil wir aus zahlreichen Umfragen wissen, dass die älteren Menschen, was ihre eigene Zukunft anlangt, vor allem zwei Sorgen haben. Die eine ist es, im Alter ein Pflegefall zu werden und der eigenen Familie auf der Tasche zu liegen. Die andere Sorge ist es, die kommt erst später im fortgeschrittenen Alter, irgendwann einmal einsam zu werden. Und diesem Thema widmen wir uns heute. Ich sage nochmals dazu, Corona hat das Thema Einsamkeit nicht geschaffen, aber Corona hat das Thema deutlicher, sichtbarer in unserer Gesellschaft gemacht. Daher hat der Seniorenbund, weil uns das Thema wichtig ist, weil es viele Menschen betrifft, auch eine IMA-Studie in Auftrag gegeben. Sie ist derzeit noch im Feld. Wir werden sie in Kürze vorstellen, wo wir genau erforschen lassen, befragen lassen, wie ist den Menschen in Corona ergangen und welche Bedeutung hat Einsamkeit im Leben der oberösterreichischen Senioren? Eine Umfrage, die sich ausschließlich an die Generation 60+ in Oberösterreich richtet. Meine Damen und Herren, in der Zeit, als ich Landeshauptmann war, habe ich auf Gratulationsschreiben an Hochbetagte oft ein Antwortschreiben bekommen, da ist drinnen gestanden. Danke für die Glückwünsche. Sie waren der Einzige, der mir geschrieben hat. Mit der Post bekomme ich immer nur Werbung. So ein Brief dazwischen ist eine große Freude. Man glaubt es nicht, aber ihr könnt es mir glauben. Das stimmt wirklich. Solche Briefe habe ich bekommen. Heute wird es der Thomas Stelzer bekommen. Unsere Gesellschaft ist mobiler und internationaler geworden. Kinder und Enkelkinder sind oft weit weg. Die Zahl der Single-Haushalte ist enorm
im Steigen. In den letzten 15 Jahren sind es in Deutschland um 3 Millionen mehr geworden, in Österreich um 400.000. Und wenn ich das herunterrechne, müssen sie in Oberösterreich etwa 70.000 mehr sein. Das Thema trifft nicht nur die älteren Menschen, aber vor allem den 35% der über 60-Jährigen leben oder müssen alleine leben. Und das führt halt häufiger zur Einsamkeit als sonst. Im fortgeschrittenen Alter sind oft Menschen nicht mehr mobil, können an Gemeinschaftsangeboten der Pfarren, der Gemeinden nicht mehr teilnehmen. Manche haben einfach ihre Zeitgenossen verloren, weil sie eben hochbetagt sind. Und dann ist es ein Problem. Ist man viel alleine, schwindet auch das Selbstvertrauen, man zieht sich selbst auch oft immer mehr zurück. Bei einer Umfrage Ende des Jahres 2017 in Österreich haben 8 bis 9% der Bevölkerung nicht nur Alte angegeben, sie sind meistens oder immer einsam. Das sind 700.000 bis 900.000 Menschen. 7-8% hört sich niedrig an, wenn man die Zahl hört, ist das beachtlich. Und daher ist es, meine Damen und Herren, meines Erachtens höchste Zeit, dass wir uns dem Thema widmen, dass wir Einsamkeit zum Thema machen, als größte Interessensvertretung der älteren Menschen, dass wir uns aber auch selbst überlegen, was wir als Organisation gegen das Phänomen Einsamkeit tun können. Nochmals verweise ich auf die Corona-Krise. Durch die starke Zuspitzung der Alten als Risikogruppe ist es natürlich noch mehr zur Abkapselung und Isolation gekommen. Keine Frage. Der Schutz der Älteren war wichtig und wir sind dankbar allen, dem Herrn Landeshauptmann, auch der Bundesregierung, dass sie die Älteren geschützt hat. Aber der Schutz ist auch für manche hardcore geworden, wenn ich an Besuchsverbote im Pflegeheime etwa denke, wo selbst die Altenheimseelsorge nicht kommen konnte. Die Auffassung, dass die Gesellschaft die Senioren schützen müsse, die grundsätzlich richtig ist, hat in der Vorstellungswelt mancher Menschen, vor allem auch der jüngeren Menschen, dazu geführt, ja, die Alten, das sind die Schutzlosen, die höchst Gefährdeten, auf die man besonders aufpassen muss, was ja zum Teil stimmt. Aber entscheidend für die Risikogruppe, das möchte ich schon dazu sagen, war nicht das Alter, sondern waren die Vorerkrankungen. Nur dass 80- und 90-Jährige mehr Vorerkrankungen haben wie 20-Jährige, ist natürlich logisch. Die deutsche Zeitschrift Der Spiegel hat es auf den Punkt gebracht. Ich zitiere, manche Senioren mögen körperlich eingeschränkt sein, aber die meisten sind nicht dement. Der Schutz kann in solchen Fällen auch zur Qual werden. Aussagen wie die des deutschen Oberbürgermeisters in Tübingen, Boris Palmer, dass in Deutschland möglicherweise Menschen gerettet werden, die in einem halben Jahr sowieso tot werden, ist purer Zynismus. Kein geringerer als der berühmte Philosoph, Professor Konrad Paul Liessmann, hat dazu in einem Interview sehr klare Worte gefunden und gesagt, ich halte es für eine ganz gefährliche Diskussion, die manche hier loszutreten versuchen. Grob gesprochen, isolieren wir die Alten oder lassen wir sie sterben, um unsere Wirtschaft nicht zu ruinieren? Das würde darin enden, den Wert eines Lebens ökonomisch zu berechnen. Eine faschistoide Altersdiskriminierung. Wertes Leben gegen Unwertes. Bei solchen Überlegungen sollte man sich hüten, wenn die Rede von der Würde des Menschen einen Sinn behalten soll. Man sollte auch alles tun, um eine tragische Situation wie in Frankreich oder in Italien zu vermeiden, wo Menschen ab einem gewissen Alter keine Behandlung, sondern nur noch Opiate zum Sterben bekommen. Das wäre eine Katastrophe. Ende des Zitats. Es ist jetzt sicher dazu noch einiges sagen, aber dafür ist nicht die Zeit. Aber in einem sind sich alle Experten einig. Soziale Kontakte, ein Mindestmaß an Gemeinschaftsleben, ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe sind für das Wohlbefinden der Menschen, insbesondere auch der Älteren, sehr wichtig. Menschen, die unter sozialer Isolation leiden, so die schon zitierte Studie, haben häufig gesundheitliche Probleme,
wie zum Beispiel Bluthochdruck. Ja, selbst die Lebenserwartung kann dadurch reduziert werden. Einsamkeit ist ein Krankmacher. Da sind sich die Mediziner einig. Aber ein Krankmacher, gegen den man schon einiges tun kann. Als Seniorenbund nehmen wir diese Herausforderung sehr ernst und engagieren uns. Denn der Kampf gegen die Einsamkeit gehört zu unseren Kernaufgaben als Interessensvertretung der Älteren. Einsame Menschen Zeit und Nähe schenken, ist für unsere Organisation ein Dauerauftrag. Natürlich beschäftigen sich dankenswerterweise, das möchte ich schon dazu sagen, auch viele andere damit. Das Rote Kreuz, die Telefonseelsorge und viele andere. Was tun wir als Seniorenbund? Regelmäßige Besuchsdienste bei Kranken und Bettlägerigen, ein ganz besonders wertvoller Dienst unserer über 7000 Sprenkelleiter. Bewusste Einbeziehung der alleinstehenden Menschen in unser Gemeinschaftsprogramm auf Ortsebene, unsere Reiseprogramme, unsere sonstigen Angebote bis hin zu Sport und Kultur so öffnen, dass gerade Einsame herausgeholt werden, besonders angesprochen werden, daran teilzunehmen. Das können ganz einfache Angebote sein, wie Senioren- oder Generationscafé, Wander- und Spaziernachmittage, gemeinsame Feste feiern und so weiter. Außerdem werden wir, der Dr. Messner ist anwesend, unsere EDV-Schulungen ausbauen, denn es hat sich in der Einsamkeitszeit, in der Isolation auch gezeigt, dass jene, die hier keine Mindestkompetenz haben, oft total abgeschnitten sind. Die anderen können zumindest mit ihren Enkeln oder mit der Familie auf diesem Weg kommunizieren. Als Seniorenbund haben wir viel zu bieten. Und wir haben vor allem etwas zu bieten, was besonders wertvoll ist, nämlich 430 funktionierende Gemeinschaften in den Gemeinden Oberösterreichs. Das sollten wir nicht unterschätzen. Bischofsvikar Dr. Hans Hintermeier hat erst vor kurzem in einem beachtenswerten Interview gemeint, man soll nicht unterschätzen, wie sehr es hilft, sozial eingebunden zu sein und wie gut es tut, wenn jemand nachfragt, wie es einem geht. Einsamkeit fördert negative Gedanken und das führt zu Ängsten. Lebensmut und Lebensfreude gehen womöglich verloren. Ende des Zitats. Und Caritas-Präsident Landau bezeichnet zu Recht die Einsamkeit als das Monster der Moderne, ein enormes, verborgenes Leid. Wir können viel tun. Wir haben in unserem Land einen guten sozialen Grundwasserspiegel, vor allem durch das riesengroße Engagement der Ehrenamtlichen, das der Landeshauptmann bereits angesprochen hat. Ja, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss noch etwas Wichtiges aus unserem Selbstverständnis, vom Selbstverständnis des Seniorenbundes anmerken. Gerade in den Corona-Tagen hat es uns, unseren Funktionären, unseren Mitgliedern wehgetan, dass wir selbst zur Risikogruppe gehörten und uns kaum für die Einsamen, für die Leute, die allein waren, einsetzen konnten. Aber die Krise hat auch deutlich gemacht, dass das Thema Einsamkeit ein riesiges ist. Und wir nehmen dieses Themas uns an, zitiere nochmals Landau, niemand gewinnt allein gegen die Angst, gegen das Alleinsein. Da braucht es starke Organisationen. Und wir stehen zur Verfügung. Wir werden aufzeigen, was die Politik tun kann. Wir werden aber auch selbst vieles tun, dass die Welt auf diesem Sektor ein Stück menschlicher wird. Und anmerken möchte ich noch, dass das auch parallel geht mit einem Paradigmenwechsel, mit einem neuen Blick auf die Alten von heute, von denen ich sage, dass sie für die Gesellschaft aufgrund ihres vielfältigen Engagements ein großer Schatz sind. Ich nenne nur ein Beispiel. Die 60- bis 75-Jährigen leisten laut Umfrage des Sozialministeriums mehr als 60% der Pflegedienste bei der Pflege in der Familie. Vieles wäre in unserer Gesellschaft nicht möglich, würde es die Senioren nicht geben. So viel
noch aus unserem Selbstverständnis als letzten Satz dazu. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, danke auch unserem Landesobmann Dr. Josef Bühringer für deine Ausführungen, die sehr deutlich zeigen, zum einen den Seniorenbund als Stimme auch dieses Thema Einsamkeit entsprechend zu behandeln, aber auch den Seniorenbund als gewisses Rezept gegen die Einsamkeit. Vielen herzlichen Dank und ich darf nun gleich heraufbitten den nächsten Referenten und das ist der Universitätsprofessor Dr. Franz Kolland. Ich darf aber einbegleitend noch einige Worte über Sie sagen, damit das Publikum auch ein Bild hat, in welchem Bereich Sie tätig sind und Sie forschen. Franz Kolland hat an der Universität Wien Soziologie studiert und promovierte 1985. 1994 habilitierte er sich dort für Soziologie zum Thema Kulturstile älterer Menschen. Seit 1997 ist er außerordentlicher Universitätsprofessor für Soziologie an der Universität Wien und seine Arbeitsschwerpunkte sind Alter, Bildung, Lebensstile, Soziologie der Entwicklungsländer. Franz Kolland gilt als ausgewiesener Experte im Bereich der Altersforschung und der Alterswissenschaft. Er ist Mitglied in vielen Expertengremien und Autor zahlreicher Publikationen im Bereich der Altersforschung. Herzlich willkommen und ich darf Sie um Ihre Worte zum Thema Herausforderung Einsamkeit im Alter ersuchen. Dankeschön. Freue mich, bei Ihnen hier zu sein. Freue mich, das Thema der Einsamkeit hier zu behandeln. Möchte vielleicht schon meine Grundaussage an den Beginn stellen, nämlich die Frage dieser Zusammenkunft dieses Gesprächs, das wir haben, dieses Seniorendialogs, heißt ja, macht Einsamkeit krank? Das ist ja als eine Frage gestellt. Und meine Antwort wäre darauf, die Einsamkeit kann krank machen. Auch Herr Landeshauptmann Bühringer hat das ja auch gesagt, nicht? Es gibt hier Verweise darauf, aber sie muss es nicht. Einsamkeit kann auch gesund machen. Also ich möchte beides hier in den Raum stellen, möchte mich aber dann sehr viel stärker mit der Frage beschäftigen, warum Einsamkeit heute krank macht. Also ein bisschen zu erklären versuchen, was steckt da dahinter. Aber grundsätzlich müsste Einsamkeit nicht krank machen. Einsamkeit hat viele Gesichter und jetzt müsste bei Ihnen etwas läuten. Also so wie Sie hier sitzen, das war jetzt eine Frage an Sie, eine Prüfungsfrage. Haben Sie den Satz schon einmal gehört, Einsamkeit hat viele Gesichter? Ist einer der bedeutendsten Schlager im deutschsprachigen Raum, den wir haben. 1974 von Christian Anders gebracht, ist einer der am meisten gespielten Schlager, den wir im deutschsprachigen Raum haben. Und ich bin dem nachgegangen, weil ich gestern am späten Abend in der Vorbereitung meines Vortrages ist ein Auto vor meiner Tür vorbeigefahren und hat einen Einsamkeitsschlager gespielt. Und dann habe ich nur Einsamkeit gehört und habe gedacht, was war das? Und das war dann eine gecoverte Version, nämlich der Kastelruther Spatzen. Also auch von denen gibt es ein bedeutendes sozusagen Lied, das dieser Einsamkeit in ihrer Vielgesichtigkeit Platz gibt. Also eine Geschichte, die Schlagerwelt ist übrigens voll mit Einsamkeit. Also Sie werden, Udo Jürgens hat auch eines seiner bedeutenden Lieder der Einsamkeit gewidmet. Also es ist etwas, was wir in der Gesellschaft als solches haben. So, womit möchte ich mich beschäftigen? So ein bisschen
zu erklären, warum ist die Einsamkeit heute ein Thema? Das hat etwas mit den gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. Es ist, wir haben zwar immer Einsamkeit gehabt, immer in der Geschichte, aber es ist in der Moderne doch einmal eine Besonderheit. Ich werde mich mit der Familie befassen. Auch da gibt es starke Veränderungen, die eine Rolle spielen. Ich werde zu einer Unterscheidung treffen zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Welche Auswirkungen hat das? Was sind die Risikofaktoren, die es im Alter gibt für die Einsamkeit? Und vielleicht auch noch, was schützt uns, werde ich sehen. Ich habe eine Uhr, die mich aufmerksam macht, wenn ich fertig sein sollte. Schauen wir mal, wie weit wir als solches kommen. Also Einsamkeit, das ist heute auch schon einmal gesagt worden, ist kaum sichtbar. Warum ist sie nicht sichtbar? Weil Einsamkeit keine Diagnose ist. Es ist keine Krankheit. Einsamkeit ist etwas, was in unserer Gesellschaft vorhanden ist, aber als solches nicht diagnostiziert wird und von daher auch keine große Sichtbarkeit hat. Nicht, also sie ist aber trotzdem weit verbreitet. Einsamkeitsgefühle haben sicher mehr als 2/3 in der Bevölkerung, auch unter älteren Menschen, so wie sie hier sitzen. Ich würde sagen, 3/4 von ihnen haben sicher dann und wann einmal Einsamkeitsgefühle. Das ist nicht etwas, was ihnen völlig fremd und völlig fern ist. Ich zeige Ihnen nur, dass die Einsamkeit etwas mit dem Lebenslauf zu tun hat. Was ganz wichtig ist, sie entsteht in der Regel nicht im Alter. Die meisten, die einsam im Alter sind, nehmen diese mit, bringen sie aus der Kindheit, bringen sie aus der Jugend, bringen sie aus der mittleren Lebensphase mit. Darum sagt man auch, im Alter kann es sozusagen zu Kumulation kommen. Also da kommen mehrere Erlebnisse zusammen und im Alter wird es dann verstärkt. Nicht? Also wir können hier einen 40-Jährigen, Mobbing ist Ihnen bekannt, hier ist das Thema der Geborgenheit angesprochen worden. Hier bei einer 40-jährigen berufstätigen Frau, die das Gefühl hat, sie wird nicht gebraucht, nicht vermisst zu werden. Nicht? Ich habe in der Arbeit nicht dazugehört. Und bei einer älteren Frau, einer 79-jährigen Pensionistin, die aufgrund ihrer Schwerhörigkeit, auch das darf man im Alter nicht vergessen. Viele ältere Menschen, etwa 1/4 ist schwerhörig. Die Männer, die hier sitzen, bitte gehen Sie zum Arzt. Manche von Ihnen sind schwerhörig, Sie wissen es nur nicht. Also Sie sagen immer, ich höre eh alles gut. Aber das ist ein Merkmal oder ein Element, das in der Folge zur Einsamkeit führt. Weil wenn ich schlecht höre, kann ich schlecht zuhören. Und wenn mehrere zusammenstehen, dann ist das für mich unangenehm. Tun Sie in Ihren Gruppen, die Sie betreuen, sprechen Sie dieses Thema an. Das ist ein wichtiges Thema, das Sie behandeln sollten, weil es sozusagen mit der Einsamkeit korreliert. Weil ich rede damit niemandem, wenn ich es nicht höre, wenn ich es nicht verstehe. Also, ich hatte ein Kind, das war sozusagen anders. Was sind die gesellschaftlichen Hintergründe? Ich nenne eine These, das ist die Individualisierung in der Gesellschaft. Wir sind nicht mehr so stark in soziale Bindungen integriert. Also es gibt eine Beweglichkeit, was sollen wir für eine Familie haben, was gibt es für ein Geschlecht, selbst das ist heute nicht mehr so klar da und dort. Es kommt zu einer Entzauberung, nicht so die Frage, welche Religiosität. Das heißt, wir sind sehr viel offener, sehr viel mehr herausgefordert, unsere Welt selbst zu suchen. Und diese Suche hat etwas zu tun mit der Möglichkeit zur Selbstbestimmung und es besteht in unserer Gesellschaft der Zwang, dass wir uns auch selbst gestalten. Also wir sind nicht durch Regeln vorbestimmt, sondern die Aufgabe heute ist, du sollst dein Leben selbst gestalten. Man sollte immer selbst entscheiden, was ist die richtige Wahl. Und das hat Konsequenzen. Das Selbst erschöpft sich daran, nicht ständig herausgefordert zu sein, selbst zu entscheiden zu müssen, selbst sozusagen etwas in Gang zu setzen, ist für den Einzelnen, ist für das Individuum nicht immer einfach. Also das ist etwas, was wir in der Vergangenheit nicht hatten. Da waren wir so quasi in einer Kirchengemeinschaft integriert, in eine politische Gemeinschaft, wie immer, hat es Regeln gegeben. Die gibt es als solches nicht. Selbstbestimmung führt auch dazu, dass wir uns sozusagen hier stärker selbst entscheiden müssen. Das heißt, der Einzelne wird sozusagen vereinsamt, weil er die Illusion ertragen muss, dass ihm alles möglich ist. Das ist eine Illusion letztendlich, die er da als solches hat. Was sehen wir in den sozialen Beziehungen?
Also das hat auch der Herr Landeshauptmann schon gesagt, der wichtige Punkt ist, wenn wir uns anschauen, die älteren Alleinlebenden, wir haben hier knapp 800.000 Alleinlebende, also der Großteil der Alleinlebenden ist im Alter. In anderen Lebensphasen ist das nicht der Fall. Und das ist eine sozusagen Vorausbedingung dafür, dass auch stärker Einsamkeit als solches gegeben ist. Wie schaut sozusagen die Beziehung zu den Partnerinnen, zum Partner aus? Auch da gibt es Veränderungen. Nicht nur die Verwitwung selber, sondern die Partnerbeziehungen selber verändern sich. Also es sinkt der Anteil von Frauen im Alter, die einen Partner haben. Frauen leben länger sozusagen allein. Es ist sozusagen die Verwitwung eher ein Frauenschicksal. Die Männer sind eigentlich ihr ganzes Leben lang nicht, also es ist nur immer ein geringer Anteil, der verwitwet ist. Bei den Frauen ist ab 80 schon die Mehrheit verwitwet als solches, nicht? Also, wir haben momentan eher ehefreundliche Generationen, die ins Alter kommen, also von daher eher eine günstige Situation, was das Alleinleben oder Nicht-Alleinleben anbelangt. Aber was wichtig ist, dass ein Großteil der Paare, die schon lange verheiratet sind, mit dieser Ehe nicht zufrieden sind. Also, wir haben eine Einsamkeit trotz Partnerschaft. Und warum haben wir dieses Problem? Es sind zwei Gründe. Die fehlende maskuline Kommunikationsfähigkeit. Also die Männer, die da sitzen, könnten schon ein bisschen mehr reden. Also das Gespräch suchen, also das tun Sie ja als Funktionäre sowieso. Aber ich würde Ihnen dringend raten, reden Sie miteinander. Und der zweite Punkt ist noch viel, viel stärker tragend. Im Alter sehen wir auf einmal, dass der andere sich verändert. Und das halten wir schon gar nicht aus. Also wir halten mit zunehmendem Leben die Veränderung des anderen nicht aus. Der war doch immer so ein Draufgänger und jetzt ist er so ein Lahmlaki. Also was tue ich denn mit dem? Zu akzeptieren, dass der andere sich und die andere sich verändert und nicht immer so, so die hat halt dann doch die Falten glatt gebügelt. Na so what? Also diese Akzeptanz der Veränderung ist ein wichtiges Element, damit es hier nicht zu Einsamkeit in der Beziehung selbst kommt und zu dieser Unzufriedenheit. Nicht sonst haben Sie solche Situationen, in denen Sie sich dann in einer Beziehung finden. Also wir sehen eine steigende Scheidungsrate langdauernder Ehen, die sogenannte Great Divorce Revolution. Also das wird eine Herausforderung in der Zukunft sein. Bisher war Scheidung nur im mittleren Alter, also oder im jüngeren Alter gegeben. Wir sehen zunehmend auch Scheidungen langdauernder Ehen, vielleicht in Oberösterreich nicht. Also werden sehen. Also das wäre dann so ein Bild, nicht so, wo man sagen könnte, naja, im Laufe der Zeit geht sich schon noch einer aus. Nicht? Also könnte man ja auf Dauer gesehen mehrere solcher Partner als solches haben. Für Frauen gar nicht so leicht, weil da sind gar nicht so viele da, aber zumindest eine Möglichkeit. Die Beziehung zu den Kindern ist ein zweites Element der sozialen Beziehungen. Nicht, dass es leben, sozusagen die Kinder hier bei den meisten, die meisten haben Kinder und es sind sehr intensive gegenseitige Kontakte vorhanden. Also Kinder sind ein Schutzfaktor, gegen die Einsamkeit. Und was wir gesehen haben im Zuge der Corona-Krise ist eine sogenannte Rollenumkehr. Das heißt, vor der Krise haben wir sehr stark die Eltern kümmern sich um die Kinder, nun kümmern sich die Kinder um die Eltern und das geht dann so weit, dass dann auch die Kinder den Eltern verbieten, außer Haus zu gehen. Der Herr Landeshauptmann Bühring hat ja schon darauf hingewiesen, dass das für viele ältere Menschen, dieses Zuhausebleiben, eine sehr starke Herausforderung und Einschränkung war. Und Sie sehen hier, Mom, you are young at heart, but let's face you are well over 60. Also du bist über 60, bleib gefälligst zu Hause. Weil wenn du nicht zu Hause bleibst, dann bringe ich dir auch die Einkäufe nicht. Also da wird gleich mitgedroht. Und das hat bei Heimbewohnern, wir haben da so Interviews dazu gemacht, bei Heimbewohnern zum Ostern zum Beispiel dazu geführt, dass die ganz glücklich waren, jetzt sind endlich diese Kinder nicht kommen. Also endlich eine Ruhe von diesen Anforderungen. Die sind da weggeblieben, nicht? Also das ist nicht immer nur negativ gewesen, hat auch diesen Effekt gehabt. Wie schaut es zu den Enkelkindern aus? Starke positive Emotionalität, weil sich die Großeltern auch nicht einmischen. Also die Kontakte der sozusagen Alten zu den Enkelkindern ist ein wichtiges Element in dieser Beziehungskultur und schützt sozusagen vor Einsamkeit.
So, was heißt jetzt Einsamkeit? Also der wichtige Gedanke hier ist, dass es um einen Mangel an befriedigend empfundenen zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Einsamkeit ist ein Gefühl. Einsamkeit ist ein subjektives Gefühl. Das ist kein objektiver Tatbestand, kein objektiver Sachverhalt. Das ist der wichtigste Gedanke, den Sie bitte aus meinem Vortrag mitnehmen. Einsamkeit ist immer etwas Subjektives und kann für den einen sehr belastend sein, kann für den anderen sehr erfreulich, sehr angenehm sein. Sollten wir nie vergessen. Also es ist immer eine, und zwar ist es immer eine Distanz zwischen dem, was ich gerne hätte und dem, was ich realisieren kann. Wenn diese Distanz zwischen dem, was ich gerne hätte und realisieren kann, klein ist, dann bin ich nicht einsam, ist diese groß, kommt es zu dieser Einsamkeit. Also es ist etwas Subjektives, man fühlt sich einsam, obwohl man gar nicht isoliert ist. Es gibt Kontakte, die einem eher belastend vorkommen. Nicht jeder Kontakt ist ein netter Kontakt. Nicht? Sie sehen das ja auch, mit wem sitzen Sie da zusammen? Weiß ja nicht, mit wem Sie hier sitzen, wie Sie sich den Nachbarn ausgewählt haben. Ob Sie mit dem überhaupt sitzen wollen hier, weiß ich nicht. Also weit genug weg. Nicht? Also das Corona hat ja uns hier noch Distanz quasi von außen geschaffen, würde ich doch gerne Sie sehen. Also, was ist die Grunderkenntnis? Qualität ist wichtig. Also, der Gedanke, den Sie hier mitnehmen, es kommt darauf an, wie empfindlich wir sind. Es geht um diese Empfindlichkeit gegenüber Beziehungen, Nichtbeziehungen. Das ist sozusagen der wesentliche Gedanke, den wir zur Einsamkeit haben. Es ist keine Krankheit, es ist auch keine Diagnose. Es kann Einsamkeit in die Depression führen, dann haben Sie eine Krankheit. Aber bis dorthin haben Sie keine Krankheit. Und Einsamkeit wird nicht vom Arzt behandelt. Merken Sie sich das. Einsamkeit ist eine soziale Frage und ist, wie dann später kommt von Paul Zulehner, eine spirituelle, eine theologische Frage. Aber es ist keine medizinische Frage. Es ist erst in der Folge, wenn Sie Medikamente brauchen und so weiter und eine entsprechende Diagnose haben. Sie ist ein Gefühl. Wie schaut es im Alter aus? Wir haben hier Verluste. Also wir haben geringere Kontaktmöglichkeiten. Wenn Sie mit 80 sozusagen verwitwen, dann sind die Möglichkeiten, neue Kontakte zu gewinnen, deutlich geringer, deutlich eingeschränkt. Für Männer noch, also für Frauen noch ein bisschen schwieriger, als das für Männer der Fall ist. Also die Verwitwung ist sozusagen ein Problem. Wie messen wir Einsamkeit? Wir messen nicht nur, fühlen Sie sich einsam, sondern ob man jemanden vermisst, ob man im Stich gelassen wird, Geborgenheit und Wärme. Man fragt danach, ob man Probleme hat, ob man sich auf jemanden verlassen kann. Was bekommen wir heraus? Das hat auch der Herr Landeshauptmann schon, Büringer vorher gesagt. Wir kommen im Durchschnitt auf 5-15% der über 65-Jährigen, die sich einsam fühlen. Also das ist so der harte Kern, wenn man so will. Also die wir hier sehen. Vergleichen wir das mit anderen Ländern, dann sehen wir, dass Österreich im Vergleich zu Nachbarn, der Schweiz, etwa eine doppelt so hohe Einsamkeitsrate hat. Ich verstehe bis heute nicht, warum die Schweizer nicht einsam sind und wir. Also so weit weg sind die ja nicht. Also ich könnte ja sagen, naja, die Ungarn haben wieder eine doppelt so hohe wie wir. Da kann man sagen, na Gott sei Dank bin ich da und nicht in Ungarn. Also ist ja ein bisschen eine, also was sehen wir? Kulturell sehr verschieden. Es ist die Einsamkeit nicht in allen Gesellschaften gleich. Das heißt, es hat einen sozialen Hintergrund, einen soziokulturellen Hintergrund. Es ist nicht nur ein psychologisches Phänomen, nicht nur ein Persönlichkeitsphänomen. Nicht? Und wir haben das auch in Niederösterreich untersucht, also 2019, und wir sind hier auf 7% unter den über 60-Jährigen gekommen, die sich einsam fühlen. Was sind die Risikofaktoren? Also, wenn Sie einsam sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Alzheimer bekommen, etwas höher. Also, Einsamkeit ist schon ein Thema. Also nicht nur, dass ich sage, sie ist positiv. Wir sehen leider zwischen Einsamkeit und Alzheimer-Demenz einen Zusammenhang. Also was zeigen uns neue Studien? Sie schlafen schlechter, sie haben Stress, sie haben Schmerzen. Einsamkeit schwächt das Immunsystem
Und was auch der Herr Landeshauptmann schon gesagt hat, wir haben eine vorzeitige Alterung. Und ich habe hier, das ist eine ganz neue Studie aus dem Mai 2020. Ich habe nicht irgendeinen alten Schinken, den ich Ihnen vermittle. Also Risikofaktoren, geringes Einkommen, niedrige Schulbildung. Beim Geschlecht sind wir uns nicht ganz sicher. Wir gehen davon aus, dass bei den Männern, vor allem den hochaltrigen Männern, ein größeres Einsamkeitsgefühl vorhanden ist. Wir haben auch eine etwas höhere Suizidrate, aber es ist nicht durchgehend gut belegt dazu. Was gut belegt ist, ist ein dünnes soziales Netzwerk. Das ist auf jeden Fall gut belegt. Ein geringes Aktivitätsniveau, auch das ist gut belegt. Und da ist der Seniorenbund ja wichtig. Sie aktivieren ja ältere Menschen. Sie sind ein wichtiger Puffer in dieser Situation. Sehen Sie das immer auch in Ihrer Tätigkeit als solches. Und eine pessimistische Grundhaltung. Man kann eh nichts machen. Sie werden ja sehr oft mit älteren Menschen zu tun haben, die Sie ansprechen und dann sagen, na, was soll man denn tun, wozu soll ich etwas tun? Hören Sie diese pessimistische Grundhaltung. Ungünstige Altersbilder. Also da ist die Gesellschaft gefordert, Politik gefordert. Wir haben in unserer Gesellschaft noch unzureichend positive Altersbilder. Wir sehen alte Menschen am Krückstock, wir sehen sie auf einer Bank sitzen. Also wir sehen eine Seniorisierung des Alters. Der Seniorentag am Dienstag, den halte ich für überflüssig. Also man sollte dieses Seniorenschwimmen, den Seniorenfriseur abschaffen. Ich sage das sehr klar und deutlich als Gerontologe. Ich halte das für einen völlig falschen Zuschnitt, wie wir sozusagen hier positiv diskriminieren. Die positive Diskriminierung ist auch gleichzeitig eine negative Diskriminierung. Und diese führt auch in der Folge zu dieser Einsamkeit, zu dieser Verschärfung, die wir im Alter sehen. Auch solche Dinge, nicht im Alter, der Seniorenteller von der Firma Hussl, nicht? Sie können nichts beißen, sehen uns nichts und hören uns auch nichts. Auch die Rentnerschokolade ist nicht so optimal. Also, und auch dieses Bild, nicht? Könnte man sagen, ja, ist eh ganz lustig, nicht? Wenn Sie mit dem Rollator unterwegs sind und da in die Radarfalle hineingeraten. Aber das sind Bilder, die sind sehr, sehr problematisch, wenn wir sie als solches sehen. Also, was tun wir? Tun wir nichts? Tun wir vielleicht doch etwas? Was schützt uns vor der Einsamkeit? Was hilft uns? Was würden Sie sagen? E-Mail, mehrere Jobs, Arbeitskollegen, neuer Wohnort. Ich kann jetzt Sie nicht rückfragen, wir haben die Zeit nicht dazu, aber es sind die früheren Arbeitskollegen. Was uns nicht hilft, auch da gebe ich Ihnen eine wichtige Erkenntnis aus der neueren Forschung mit. E-Mail, Twitter und Co. sind keine ausreichende Kompensation von sozusagen auslaufenden oder nicht vorhandenen sozialen Kontakten. Dazu auch eine entsprechende Studie. Social Media sind ein Add-on. Sie sind sozusagen zusätzlich hilfreich. Aber sie können soziale Kontakte nicht ersetzen. Und es gibt eine ganz neue europäische Cochrane-Studie, die sagt, Videokonferenzen sind kein, also auch diese Videochats, sind kein Ersatz für soziale Beziehungen. Sie sind ergänzend bedeutsam. Aber Sie brauchen nicht glauben, wenn Sie jetzt alle Menschen, die auch jetzt mir dazuhören, über Video, das ist gut und schön, aber hier sitzen ist immer noch besser. Also Sie werden ja dann irgendwie miteinander reden. Das können Sie über Video nicht. Also Sie werden Menschen sehen. Das ist etwas, was Sie über Video nicht tun können. Also, was rate ich Ihnen? Tratschen. Eine ganz neue Arbeit, die ich da ausgegraben habe. Tratschen Sie bitte. Klatschen Sie bitte. Das hat auch der Herr Landeshauptmann, oder nein, Sie haben das heute schon gesagt. Wenn Dörfer entleert werden, wenn Sie hier keine Möglichkeit haben zum Tratschen, dann haben Sie auch keine Möglichkeit zu sozialen Kontakten. Also wir finden heute, dass sozusagen der Tratsch lebensbegünstigend ist, sozial sozusagen integrierend wirkt und dass er nicht nur was Bösartiges ist. Also sehr schön, wir eine ganz neue Forschungsarbeit als Hilfe gegen sozusagen die Einsamkeit. Kloster könnten Sie noch gehen. Für die Männer sehr hilfreich. Also die Männer, die hier sitzen, bitte, wir haben eh in Oberösterreich zahlreiche Klöster, brauchen eh Männer. Dort könnten Sie durchaus hingehen, würden Sie länger leben. Was wichtig ist, sind soziale Beziehungen. Vielleicht hier, na, ich gehe mal diese drüber.
Was wichtig ist, und hier wird ja auch Paul Zulehner dann auch in gewisser Weise ansetzen in seinem Vortrag, Sinn ist eine wesentliche Kategorie. Wir wissen heute, dass im Alter das Sinn erleben, dieses Gefühl zu haben, Sinn im Leben zu haben, gebraucht zu werden, ganz entscheidend ist für die Mortalität. Das ist eine Kurve, die dann zeigt, dass sozusagen diejenigen, die sozusagen Sinn haben, Sinn erleben, als solches später sterben, länger leben als jene, die diesen Sinn als solches nicht haben. Also, was brauchen wir? Das Alter gilt es neu zu erfinden. Auch hier wurde schon von einer neuen Kultur des Alters gesprochen. An der sollten wir entschieden arbeiten. Und das geht in die Richtung Gelassenheit. Solange wir dieser Individualisierung folgen, der selbstbestimmten Leistungsorientierung, solange werden wir immer in die Falle geraten, dass Einsamkeit was Negatives ist. Die Einsamkeit in der Gelassenheit wird kein Problem sein, aber die Einsamkeit in einer Leistungsorientierung schafft sie sehr wohl in ein Problem hinein und führt sie in der Folge zu Krankheit. Also trennen wir diese Dinge, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Nehmen Sie eine gewisse Alterscoolness an und laufen Sie nicht ständig. Den Pensionistengruß kann ich überhaupt nicht leiden. Also ich möchte den auch nicht mehr sehen. Bei jedem Vortrag verbiete ich Ihnen den und wehe, Sie verwenden ihn wieder. Das ist das falsche Signal an das Alter, an eine neue Kultur des Alters. Weil das erzeugt selber diese Problematik, die wir als solche sehen. Also die Einsicht in die Endlichkeit, das ist ja ganz wichtig im Alter. Im Alter werden Sie sozusagen draufkommen, das Leben ist nicht unendlich. Außer Sie sind Katholik, dann gibt es die vielleicht. Wobei auch hier Paul Zulehner noch eigene Positionen dazu hat, dass diese Langlebigkeit uns irgendwie dieses Leben nach das Weiterleben vermiest hat. Nicht? Also das sind so Dinge, die ich für wichtig halte. Die ermöglichen uns, sie leben endlich, bleiben sie vor dem Hintergrund gelassener, akzeptieren sie manche dieser Dinge, die da auf sie zukommen und sozusagen steigen sie da aus. Nicht? Das Leben ist, wie August Geiger so schön in seinem Buch da gesagt hat, also über seinen Vater, das Leben ist ohne Probleme auch nicht leichter. Ich bedanke mich vielmals für Ihr Zuhören. Ja, vielen herzlichen Dank noch einmal, Herr Professor Kolland, für Ihre hochinteressanten, aber genauso launigen Ausführungen, die uns natürlich alle sehr gespannt gemacht haben, auch auf die nachfolgende Diskussion. Ich darf jetzt im Anschluss an Sie auch gleich Herrn Professor Zulehner auf die Bühne ans Rednerpult bitten, darf auch über Sie noch einige einleitende Worte sagen. Paul Zulehner hat Philosophie, katholische Theologie und Religionssoziologie in Innsbruck, Wien, Konstanz und München studiert. 1964 wurde er zum Priester geweiht. 1973 habilitierte er sich für Pastoraltheologie und Pastoralsoziologie in Würzburg. Danach folgten Lehrtätigkeiten in Bamberg, Passau, Bonn und Salzburg. Seit 1984 war er Professor für Pastoraltheologie an der Universität Wien und 10 Jahre auch Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Paul Zulehner ist 2009 emeritiert, aber weiterhin in der Wissenschaft aktiv und zudem Berater mehrerer Fachgremien und ein gefragter Referent. Umso erfreulicher, dass Sie auch heute zu uns gekommen sind und zum Thema alles wirkliche Leben entstammt der Begegnung, was uns aus Angst und Einsamkeit befreit, Ihren Vortrag halten werden. Wir sind sehr gespannt.
Herr Landeshauptmann, meine hochverehrten Damen, meine sehr geschätzten Herren, nach diesem launigen Vortrag versuche ich jetzt ein bisschen, Sie in eine meditative Reise zu gewinnen, zu diesem starken Thema der Einsamkeit. Was heißt das menschlich? Und ich habe so ein wenig schon die Absicht, Sie persönlich zu erreichen. Das heißt, was ich sage, sollte bei Ihnen auch stimmen. Das wäre mir ein hoher Anspruch, weil oft wird er gepredigt und das hat mit uns nichts zu tun. Franz Kolland hat eine wichtige Definition gegeben von der Einsamkeit. Das ist der Mangel an befriedigendem Leben. Ich halte es für ein kostbares Wort, dieses befriedigend, weil da taucht auf der alte Begriff schon aus der jüdischen Tradition vom Shalom. Shalom heißt eigentlich ganz sein, unzerstückelt sein, heißt im Frieden sein. Shalom, Shalamu auf Arabisch, das ist der Wunsch des Friedens. Und die Kernfrage ist, wenn man wirklich etwas über die Einsamkeit wissen will, was gehört zu einem Leben in Frieden? Und das ist natürlich ein Top-Zitat, auch wenn gleich in einer schwierigen Situation, einer schwer gewordenen Ehebeziehung im alten Rom, wenn Christen konvertiert haben und so, Korintherbrief, dann heißt es plötzlich, und das ist ein unglaublicher Satz, zu einem Leben in Frieden hat Gott euch berufen. Und wenn ich nachsehe, europäische Wertestudie, österreichische Religionsstudie, und wir fragen die Leute, was ist euch wichtig im Leben? Steht immer ganz oben, Frieden, ganz sein, gesund sein, im Frieden leben. Und wir spüren das auch jetzt in dieser Pandemie, wo dieses Shalom-Sein physisch, medizinisch bedroht ist, wie sehr uns das nahe geht. Und wie sehr wir die Vulnerabilität, wie das moderne Wort heißt, also unsere Verwundbarkeit spüren. Was macht ein Leben in Frieden aus? Das ist der erste Punkt, den Sie ja auf diesem kleinen Arbeitsblatt vorfinden. Rechnen Sie nicht damit, dass ich alles erkläre, aber Sie können ja das lesen und sich dazu denken, was Sie gerne denken. Was gehört zu einem Leben in Frieden? Und da erinnere ich mich schon seit meiner langen Forschungsreise, dass Gerhard Schmidtchen schon 1976 eine Studie gemacht hat, Sozialpsychologe Deutschland. Was ist den Deutschen heilig? Heilig aber jetzt nicht im frommen Sinn, sondern heilig ist, da lasse ich nichts kommen drüber. Das ist unantastbar, das ist gleichsam tabu. Was ist den Österreichern heilig, haben wir dann nachher gefragt. Und die Antwort von Gerhard Schmidtchen war ganz einfach. Er sagt, wir sind einfach höher entwickeltes Leben. In der ganzen großen Reifungsgeschichte der Evolution des Lebens. Und er sagt, wir sind ja wie ein Baum. Wir haben Wurzeln und wir wachsen und wir sind einmalige Bäume in einem Wald. Wachsen, Wurzeln, einmalig. Das sind jetzt die drei großen Lebensheiligtümer, von denen ich überzeugt bin, sie machen ein Leben in Frieden aus. Prüfen Sie das selber. Also Name heißt, ich erlebe mich einmalig in meiner Würde, nicht nach meiner Leistung. Ich behalte das noch in aller Schuld. Also ich bin wertvoll vor jeder Leistung und in aller Schuld. Ich halte das für eine ganz wichtige Erfahrung des menschlichen Lebens, dass wir von nichts in unserer Würde abhängig sind, sondern die bleibt uns erhalten, auch wenn wir ein Leben wie mit Behinderung haben, wie mein älterer Bruder es erlitten hat ein ganzes Leben lang. Er hatte seine Würde, unabhängig von Leistung und Schuld. Also das ist ein Name zu haben, nicht austauschbar zu sein. Beachten Sie das, ich habe diese Tage wieder eine Hochzeit vorbereitet mit zwei jungen Leuten. Und das war denen wichtig zu sagen, ich meine dich und nicht jemand anderen. Du bist nicht austauschbar für mich. Und ich glaube, es wird fürchterlich in einer Beziehung, wenn man austauschbar wird. Oder in der Arbeitswelt, das ist auch ein großes Problem in der Arbeitsmoral oder Arbeitsgefühlsforschung, diese Austauschbarkeit, eine Nummer zu sein, schnell ersetzbar zu sein. Also das ist der Name. Das Zweite ist das Wachsen können, die Freiheit,
Die Mächtigkeit, die Selbstmächtigkeit, die Ermächtigung, sagen wir in allen unseren Entwicklungsprogrammen des Menschen, Macht und Freiheit zu haben. Und ich denke, wenn die Virginia Woolf geschrieben hat, The Room of One's Own, dann sagt sie auch, Frauen haben den Anspruch auf ihr eigenes Leben, auf ihren eigenen Lebensraum, eine eigene Geschichte zu schreiben. Das ist der Vorteil der europäischen Kultur, anders zur asiatischen, dass wir die Individualität so sehr schätzen. Und jeder hier ist ein Original. So leid es uns freut, könnte man dazu sagen, weil ja das nicht immer auch das Lustigste ist. Und jeder hat, so las ich dieser Tage bei Hawkins in der Geschichte der Zeit, eine eigene Zeiterfahrung. Jede einzelne menschliche Person erlebt Zeit grundsätzlich anders. Nicht nur altersmäßig, sondern jede Person hat eine eigene Zeit. Also das ist das Zweite, die Macht und die Freiheit. Und das Dritte ist auch klar. Was heute wieder Hochkonjunktur hat, obwohl der Begriff nationalsozialistisch so beschädigt worden war. Heimat. Wurzeln haben, geborgen zu sein. Und das geht hin bis zur Religion und bis zum Grab, zu den Vorfahren, wo man dazugehört. Der Mensch muss wo dazugehören. Und damit bin ich jetzt bei diesem schönen Satz, der meinen Titel abgibt, alles wirkliche Leben entstammt der Begegnung. Wo erlebe ich denn diese drei Heiligtümer? Und Sie werden sagen müssen, nur in Begegnungen. Das kann ich mir nicht selber zureden. Die Würde nicht, die Freiheit nicht und die Geborgenheit nicht, die Beheimatung. Es ist immer in Begegnung. Und darum sagt der große Philosoph, der Jüdische, der in Heidelberg lebte, alles wirkliche Leben entstammt der Begegnung. Und ich möchte Sie noch neugierig machen, weil ich denke, Sie gehören zu den Menschen, die viel lesen, weil das ist auch gesund, habe ich gerade wieder vorher gehört von Kolland. Lesen Sie viel, das ist sehr super, das Gehirn in Bewegung zu halten. Lesen Sie zum Beispiel den Neurowissenschaftler Joachim Bauer, wie der Mensch wird, was er ist, werden, was ich bin. Das ist ein großes Programm und er sagt, wir werden nur in Resonanz. Und das ist ein wunderbares Wort, dass wir alle Klang sind, Resonanz, Beziehung. Und schauen Sie sich das so die Menschen, und Sie haben ja vielleicht alle Kinder zur Welt gebracht, irgendwie als Männer und Frauen. Dann schauen Sie zu, wie dieses völlig ungestaltete, neugeborene Kind nur sich entwickeln kann, wenn ein elterliches Gesicht über diesen Menschen leuchtet. Das haben wir bis in die Sprache hinein. Wir brauchen ein Vis-à-vis, sagen wir. George Margaret Mead sagt, Menschwerdung geht von Face to Face, anders nicht. Und es gibt Studien, wo man einem Neugeborenen genau das Grundnahrungsmittel für die Entwicklung vorenthalten hat, nämlich diese Gesichter. Und da kannst du nicht Mensch werden. Du kannst die Sprache nicht lernen. Du kannst keine Kultur lernen. Nichts dergleichen. Man bleibt eigentlich ein rudimentäres Lebewesen. Aber man wird nicht Mensch. Es gibt ja auch Kinder, nicht nur in der Literatur, sondern auch in der realen Welt, die bei Wölfen aufgewachsen sind, die man auch erforschen konnte, die keine Sprache gelernt haben. Das ist nicht Menschwerdung. Also dieses Vis-à-vis ist so wichtig, diese Resonanz. Und wenn Sie wirklich, ich zitiere noch einmal, weil er mich dieser Tage so beeindruckt hat, Hawkins, Stephen Hawkins, die kleine Geschichte, die illustrierte kleine Geschichte der Zeit, wo er dann sagt, je tiefer wir in die Wirklichkeit hineingraben in unserer Forschung, bis in die kleinsten Teilchen und noch einmal drunter. Und all das bildet erst Materie, wenn es eine Resonanz gibt zwischen Protonen und Neutronen und den Higgs und so weiß Gott, was sie alles immer kleinere Dinge entdecken. Und das Ganze an Wirklichkeit ist Resonanz. Also wenn Sie ein Wort verfolgen wollen, das ist wirklich ein guter Tipp heute in der Forschung über den Menschen und über das Sein, das Wort Resonanz. Und Sie können das am schnellsten überprüfen, was das ist. Das ist kein Echo, sondern Sie haben eine Gitarre und eine zweite Gitarre und Sie zupfen an der einen Gitarre die E-Seite. Und dann ertönt die E-Seite auf der anderen Gitarre. Das ist Resonanz. Das ist Menschwerdung. Und von dem leben wir. Das ist mein erster Punkt, den Sie durchaus meditieren können. Und der zweite Punkt ist jetzt die Gegenprobe. Weil ich sage, wo das fehlt, diese Erfahrung, in Beziehungen diese Lebensheiligtümer zu verkosten, ja,
Das ist Tod vor dem Tod, sozialer Tod. Wenn Sie ein biblisches Material meditieren wollen, ich mache das jetzt nicht fromm, sondern anthropologisch, diese Geschichte mit der Heilung eines Aussätzigen, weil das ist eine unglaublich gute Lesehilfe, genau für diese Anthropologie, die ich Ihnen nahelegen wollte. Dieser Aussätzige, der galt in Israel bereits als tot. Aussätzige gehörten zu den Toten, weil das kein Leben ist. Ein Leben ohne Ansehen, ein Leben ohne Macht, ohnmächtig zu sein, ein Leben ohne dazuzugehören, ist kein Leben. Nehmen Sie das einfach, dass viele Menschen, die, mit denen wir physisch zusammenleben, eigentlich schon tot sind. Und eine der dunkelsten Erfahrungen, die wir anthropologisch gar nicht so leicht deuten können, was ist, wenn jemand dement wird? Weil das ja auch so ein Abschied aus dem Leben vor dem Sterben ist, ja? Vor dem physischen Sterben. Und das macht uns sehr zu schaffen. Ich höre in der ersten Zeit denen, die dement werden, aber in der zweiten Zeit vor allem denen, die sie betreuen. Eine unglaubliche Belastung für Angehörige, die demente Menschen lieben und merken, sie sind schon weg. Sie sind einfach nicht mehr in der Kommunikation, gewohnterweise, muss man dazu sagen, erreichbar. Schauen Sie sich den Aussätzigen an, kein Leben. Von Ferne musste er rufen, komm mir nicht da mit deinem Gesicht. Das war Regel in Israel. Also kein Ansehen. Und schauen Sie sich den Künstler aus dem Kodex Echternach, 1040, ein uraltes Bild, wie der gemalt wird hier, völlig unansehnlich. Und das Deutsche ist ja ein unglaublich schönes Sprachspiel, weil wenn dann der Jesus dazukommt, gibt er dem Unansehnlichen Ansehen. Das ist ja eine harte anthropologische Formulierung dieses Ereignisses. Und das Zweite, er kann nichts mehr machen als Kranker. Er ist entmächtigt. Und das Dritte, bis in den Begriff Deutsch hinein. Wir nennen die Krankheit Aussatz, vom Aussetzen. Das heißt, weg mit der Kommunikation. Übrigens, für alle, die irgendetwas noch mit diesem Jesus von Nazareth zu tun haben und mit der Kirche, das rate ich ihr immer sehr, sie soll aufhören, eine Moralanstalt zu sein. Aber sie müsste stark anfangen zu heilen, also ins Leben zurückzusingen, ins Leben zurückzulieben. Also genau genommen gibt der Jesus dem Menschen das, was er jetzt nicht hat. Er führt den Toten zurück ins Leben. Und das ist, glaube ich, auch, wenn ich das jetzt richtig sehe und gut zugehört habe vorher, Herr Altlandeshauptmann, das ist genau auch das Programm des Seniorenbundes. Also wahrscheinlich seid ihr jesuanischer, als ihr wisst. Ja, ich sage das so, weil das ist meine Zuversicht, dass wahrscheinlich die Krise der Kirche noch nicht eine Krise der Absicht Gottes mit den Menschen ist, nämlich, dass wir irgendwann uns kümmern umeinander, dass das menschliche Leben aufkommt und nicht umkommt. Das ist Seniorenbund für mich, wenn ich das theologisch richtig interpretiere. Und was macht der Jesus? Er gibt ihm das, was ihm fehlt. Ansehen, er ermächtigt ihn, wieder gesund zurückzukehren und vor allem er integriert ihn. Ich weiß nicht, ob Sie das Programm von Franziskus bei der Amoris Laetitia mitgekriegt haben, bei der Ehescheidung, sagt, nicht ausschließen ist der Job der Kirche, sondern integrare, also hereinholen, das ist Kirche. Ja? Und sie machen dasselbe, sie holen Leute, die abdriften aus der Gemeinschaft. Die lieben sie zurück, indem sie sie besuchen. Und ich glaube, Liebe ist was ganz Konkretes und Praktisches. Und kein bloßes Gefühl. Sondern das sind genau die Aktivitäten, die sie planen und sagen, da ist jemand, der driftet uns weg. Den lieben wir jetzt zurück als Seniorenbund. Können auch Pfarrgemeinde machen. Die sind also ziemlich mit der Strukturverwaltung beschäftigt zurzeit. Also haben Sie das mit dem zweiten Punkt. Der soziale Tod ist identisch mit Vereinsamung, habe ich vorher bei der Pressekonferenz schon geraten, aber da sind wir uns eh einig, auch Kolland musste ja differenzieren dann zwischen der guten und der schlechten Einsamkeit. Also ich nenne die schlechte gleich am liebsten Vereinsamung, damit kein Missverständnis auftaucht. Weil Einsamkeit, sagt der Wilhelm Busch, ist sehr vergnüglich. Ja? Weil da kann man tun, was man will und niemand stört einen. Also wäre ich verheiratet, ich könnte am Morgen nicht so ungestört meditieren, wie ich das gerne tue. Verstehen Sie?
Das ist das Lob der Einsamkeit. Und sagen Sie doch, na ja, nicht, der Zölibat hat auch manche Vorteile. Haben Sie gut zugehört? So wie die Ehe auch manche Vorteile hat. Und ich bin überzeugt, dass diese zwei Lebensformen zwei Hochrisikolebensformen sind, weil keine mehr leicht ist heute. Ich komme zu einem kleinen dritten Punkt. Geht das gerade noch? Weil das hat Colin schon angedeutet. Er hat ja klug vorgedacht für meinen Vortrag. Ich glaube, es gibt noch eine Tiefendimension, die ganz wichtig ist, wenn wir mit Einsamkeit schöpferisch auch selber umgehen. Und das Gegenstück zur Einsamkeit ist die Angst. Und die positive Kraft gegen die Einsamkeit ist Vertrauen. Wenn man biografisch, ich lese das bei der Liselotte Arnert, die bei uns an der Uni lehrt, nicht? Wie viel Mutter braucht ein Kind? Tolles Buch. Dann sagt sie, es kommt darauf an, in den ersten Lebensmonaten Vertrauen zu gewinnen. Und da kann ich Ihnen einen guten Buchtipp geben, wenn Sie Lust haben, einmal zu lesen, eine tiefenpsychologische Studie, die wirklich gescheit ist in meinen Augen, auch wenn sie sehr umstritten ist, Monika Renz, Angst verstehen. Ein tolles Buch. Weil sie sagt, wo kommt denn die Angst her? Und die kommt nicht nur aus der Politik. Ja? Also die sozial vermittelte, die medial verschärfte, das ist alles sekundär. Die Angst sitzt tiefer. Angst hat jede und jeder von uns. Und die Monika Renz hat die Idee, dass sie sagt, und jetzt hören Sie mir geduldig zu, fromm oder nicht fromm, wie Sie sind, weil die Renz sagt, wir kommen alle aus einer Grunderfahrung, aus einer Grundexistenz, die paradiesisch ist, wo es eigentlich Urvertrauen gibt. Anders könnten wir gar nicht ins Dasein gestellt werden. Jetzt sage ich dazu theologisch von einem liebenden Gott, aber das kann man wieder in Klammer setzen. Brauche ich jetzt nicht. Denn es gibt viele Forscher in der tiefen Psychologie, die sagen, das Urkapital des Menschen, der als Mensch geboren wird, ist, dass er vertrauen kann. Und dann sagt die Arnert und dann sagt die Renz, was man machen muss dann, ist Vertrauen zu stärken ein Leben lang. Ist ein Life-Project. Ja? Das ist nicht auf einmal erledigt. Und sie sagt, aber sobald dieses Lebewesen Mensch da implementiert ist in diesen Mutterschoß und so früh beginnt das Entstehen der Urangst, nennt sie sie, wo man unter dem Baum der Erkenntnis kommt, mythologisch mit der Genesis formuliert, dass man nun plötzlich wahrnimmt, dieses eine Selbst wird nun plötzlich ein Ich und hat eine Welt gegenüber. Kann man sich schon ausdenken, der Herzschlag der Mutter. Das muss Getöse sein in diese fundamentale Stille des Anfangs hinein. Und dann kann die Urangst auftauchen, es wird mir zu viel oder zu wenig. Halten Sie das fest, weil das sind die zwei Grunddimensionen aller späteren konkreten Ängste. Nehmen Sie Flüchtlingszeit, die da gekommen sind über die Autobahn. Das wird uns zu viel. Das bedroht uns. Oder zu wenig? Die kommen jetzt und wandern in unseren Sozialstaat ein. Das wird uns zu wenig. Verstehen Sie, die Ängste jetzt in der Flüchtlingszeit haben nur diejenigen, die entweder, ja, nein, das entweder kann ich gleich weglassen. Die Ängste haben nur die, die schon aus der frühen Kindheit Angst mitbringen. Weil alle Studien vom SORA-Institut, und ich habe dann selber eine gemacht, die sagen, es haben nicht alle Angst gehabt. Manche haben auch Vertrauen gehabt, manche waren besorgt. Aber die Angst steckt tief in uns drinnen. Und wenn Sie theologisch einen kleinen Tipp brauchen, nennen Sie diese Angst, die da auftaucht, Erbschuld. Und dann verstehen Sie nämlich erstmals, was wirklich Erbschuld ist. Und dann sagt der Trevermann, die macht uns böse, die macht uns gewalttätig. Die treibt uns in die Einsamkeit und vor allem, und das ist wirklich, wirklich wichtig jetzt für das Thema Einsamkeit, die Angst entsolidarisiert. Die Angst zerstört genau das, wozu wir erschaffen sind, in Beziehungen liebende Menschen zu werden. Das zerstört die Angst. Und wenn Sie das jetzt haben, dann können Sie meinen Schlussappell verstehen. Wie viel vertrauensbildende Maßnahmen können Sie als Seniorenbund jetzt in den Begegnungen setzen, Vertrauen zu bilden? Natürlich würde ich als Theologe sagen, irgendwann
wünschte ich jedem Menschen, so wie wir hier sitzen heute, dass wir auch in der letzten verordneten, menschlich verordneten Einsamkeit, nämlich im Sterben, immer noch vertrauen können. Da hilft Ihnen nämlich überhaupt kein Mensch mehr, der gegenwärtig ist. Sie können auch sagen, vorher, solange das Sterben nicht wirklich stattfindet, ist es gut, an der Hand eines Menschen dieses Sterben zu vollbringen und nicht durch die Hand eines Arztes zu sterben, weil ich das auslagern will aus meinem Leben. Aber wenn ich Gottvertrauen habe, und das ist das, was natürlich auch die Passionsgeschichte dann mutig erzählt, dass der zuletzt von allen Verlassene noch vertrauen kann. Ja? Verstehen Sie, das ist der springende Punkt. Und ich habe mal eine Studie über Bürgermut gelesen, Bundeswehrhochschule Deutschland, München. Dann hieß es, wer kann Protest erheben? Wer kann Widerstand leisten gegen Wackersdorf damals? Dann haben sie gesagt, letztlich nur der, der so spirituell stark ist, dass er allein stark ist. Und allein stark zu sein, das ginge, sagen diese Leute, das Kurt Singer war das damals mit dem Buch Bürgermut, das kannst du nur im spirituellen Bereich machen. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt bei Ihnen das ungefähr vermittelt habe, was ich Ihnen sagen wollte. Es braucht diese Begegnung. Es braucht die Räume der Beziehung. Und solange wir ein waches Bewusstsein haben, ich lasse jetzt alle Demenzforschung weg aus der Gerontologie, das ist auch seelsorglich übrigens hochspannend, was macht man mit Leuten, die langsam dement werden, jetzt auch in der Seelsorge, in den Altersheimen und so, da wird viel geforscht bei uns. Aber entscheidend wäre, das Grundkapital jeder Überwindung der Einsamkeit ist, schaffen Sie Begegnungen. Und in diesen Begegnungen sehen Sie zu, dass es Ansehen gibt, dass es Ermächtigung gibt und dass es das Gefühl gibt, ja, da ist gut sein, da gehöre ich dazu, also ein Stück Beheimatung. Danke Ihnen sehr. Ja, vielen Dank auch Ihnen, Herr Professor Zulehner. Danke für Ihren tiefgehenden Vortrag. Darf Sie noch einmal auch bitten, auf Ihrem Platz zu nehmen und darf als letzten Referenten des heutigen Tages, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen, den Sozialsprecher der Oberösterreichischen Volkspartei, Landtagsabgeordneten Dr. Wolfgang Hartmannsdorfer, zu mir auf die Bühne bitten und um sein Referat ersuchen. Du bist quasi amtsbekannt, dich brauche ich nicht näher vorstellen und ich bitte um deine Ausführungen zum Thema, was die Politik gegen die Einsamkeit schon tut, aber auch noch tun kann. Ja, geschätzte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, geschätzte Professoren, erstens einmal danke für die Einladung, dass ich heute hier bei Ihnen, bei euch sein darf und zweitens vor allem danke für die Rolle, die mir zugedacht wird. Nach zwei beeindruckenden Vorträgen vom Herrn Professor Kolland und vom Herrn Professor Zulehner, dem Sozialsprecher die Frage im Referatstitel zu stellen, und was macht die Politik jetzt? Also wirklich danke für eine fast nicht meisterbare Aufgabe, die ich jetzt in den nächsten 5 bis 10 Minuten auch meistern soll. Eine Antwort kann ich vorweggeben, gerade als Volkspartei, als Oberösterreichische Volkspartei, ist man gefordert, beim Thema Einsamkeit, Vereinsamung Antworten zu geben. Ich sage vielmehr, wir sind in der Pflicht, gerade wir als ideologische Bewegung sind in der Pflicht, diese Frage zu beantworten, weil nur wir den Mensch in der Gemeinschaft so kennen, wie ihn auch die christliche Soziallehre abbildet. Dass es den Mensch als Einzelnen gibt in einer Gemeinschaft. Während ja andere Ideologien entweder nur von einem Kollektiv sprechen oder sowieso nur vom Einzelnen, müssen Sie dich gar nicht so mit dieser Frage auseinandersetzen, als eine Volkspartei, für die in der Ideologie schon Gemeinschaft quasi auch grundgelegt wird. Werde heute mitnehmen aus der Diskussion über Vereinsamung, dass wenn wir über Sozialpolitik, über Altenbetreuung sprechen, reden wir eigentlich immer über zwei Dimensionen. Wir reden über die Betreuung und wir reden über die Pflege. Und in Wahrheit noch heute müssen wir das ergänzen um eine dritte Dimension.
Es geht um Pflege, es geht um Betreuung, aber in einem ersten Schritt geht es in Wahrheit um Kontakt, um sozialen Kontakt und in Wahrheit damit auch um einen politischen Auftrag, der Einsamkeit entgegenzutreten. Wir haben uns als Oberösterreichische Volkspartei, auch wenn die Ressortzuständigkeit bei einer anderen Partei liegt, ganz bewusst dazu entschieden, dass gerade die Frage der Pflege, die Betreuung der älteren Menschen auch ein Hauptthema von Thomas Stelz ist, auch ein Hauptthema der Oberösterreichischen Volkspartei ist. Und mag da ein paar Beispiele anführen. Erst vor gar nicht allzu langer Zeit, die Verhandlungen über ein neues Regierungsprogramm auf Bundesebene, wo es, glaube ich, uns gelungen ist, als oberösterreichisches Team in der Verhandlungsgruppe Soziales, glaube ich, schon wesentliche Forderungen auf der einen Seite vom Seniorenbund, aber auch von Thomas Stelzer unterzubringen. Ich denke zum Beispiel an die Einführung eines Pflegedaheimbonus, dass, wenn wir über Pflege nachdenken, nicht nur darüber nachdenken, wie unterstützen wir immer den Betroffenen, die Betroffenen, sondern wie können wir auch pflegende Angehörige entlasten und unterstützen, weil ohne pflegende Angehörige gibt es keine Pflege, keine Betreuung in den eigenen vier Wänden. Ich denke zum Beispiel an die Reform der 24-Stunden-Betreuung, was schön ist, wenn man es sich leisten kann, nur wer kann sich die 24-Stunden-Betreuung trotz Zuschuss des Staates auch wirklich alle leisten, dass jetzt wir nun die Möglichkeit schaffen, diese Form der Betreuung auch splitten zu können, dass auch zwei, dass auch drei Familien sich auch solche Unterstützungsleistungen auch legal, im Graubereich wird es ja gemacht, aber auch legal leisten können. Oder ich denke auch an das dritte Thema, wo wir in Oberösterreich gekämpft haben, dass wir das bundesweit auch durchsetzen können, eine Neubewertung auch der Demenz beim Pflegeschlüssel, beim Pflegegeld, weil ich glaube, wenn wir heute über Einsamkeit reden, ist genauso ein Thema, das leider bis dato noch etwas unterbeleuchtet ist in der politischen Auseinandersetzung, das ist ein Thema Demenz und was Demenz auch bedeutet im Familienverband, was Demenz aber auch bedeutet in stationären Einrichtungen, da haben sich die Zeiten geändert und glaube ich auch da braucht die Politik neue Antworten. Ich glaube, dass wir in Oberösterreich auch in vielen Bereichen vorangehen. Der Herr Landeshauptmann hat geschildert gestern das Pflegepaket, das verhandelt und abgeschlossen wurde, was, glaube ich, eine deutliche Attraktivierung der Sozialberufe auch bringt, was die Rahmenbedingungen betrifft, was den zweiten Nachtdienst betrifft, aber was auch die Entlohnung betrifft. Das ist am Ende des Tages auch eine entscheidende Frage, warum ich einen Sozialberuf ergreife oder nicht ergreife. Ich denke an die Öffnung der landwirtschaftlichen Fachschulen mit einem komplett neuen Profil, dass man in der landwirtschaftlichen Fachschulen, die gut sind in Oberösterreich, auch die Möglichkeit schaffen, einen Abschluss im Pflegebereich auch zu erlangen. Ich glaube, das sind wir auch dem gesellschaftlichen Wandel hier geschuldet. Oder ich denke, unsere Hartnäckigkeit im Thema Bürokratieabbau in den Pflegeeinrichtungen, wenn ich denke, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort Statistiken führen über den Putzmittelvergleich und dergleichen und ich frage mich, für was sind sie eigentlich da? Sie sind da für die Pflege, für die Betreuung und, um auf die dritte Facette wieder zurückzukommen, für den sozialen Kontakt. Und mir ist lieber, stattdessen, dass eine Putzmittelstatistik angefertigt wird, dass das gute Gespräch, das Spiel stattfindet, die soziale Interaktion und da danke ich auch dem Seniorenbund und für die Unterstützung. Wenn wir aber heute das Thema erörtern, der Einsamkeit oder Vereinsamung von Professor Zulehner, die Begrifflichkeit gefällt mir deutlich besser und werde ich nur noch so in meinem Wortschatz auch aufnehmen, dann glaube ich, reicht es nicht nur aus, dass man sagen, da ist ja jede und jeder Einzelne gefordert, sondern da ist schon auch die Politik verantwortlich, welche gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen wir durchsetzen oder auch ermöglichen. Und ich glaube, dass Vereinsamung nicht nur eine Aufgabe ist für die Sozialpolitik, sondern schon für ein ganzheitliches politisches Vorgehen. Und ich darf nur drei politische Themenfelder nennen, mit denen wir aktiv gegen Vereinsamung vorgehen wollen. Das ist die Sozialpolitik, das ist die Wohnbaupolitik, das ist aber auch die Regionalpolitik. Erstens zur Sozialpolitik. Ich glaube, am wenigsten einsam ist man, wenn man so lange wie möglich im eigenen Familienverband bleiben kann, dort, wo es möglich ist. Dort, wo es nicht möglich ist, müssen wir uns überlegen als Politik, wie können wir besser unterstützen. Weil es ja nicht nur eine Frage
der sozialen Interaktion ist, sondern auch eine ganz schnöde Frage nach dem Mammon ist. Es ist immer günstiger, die Pflege und Betreuung zu Hause zu organisieren, als in den staatlichen Einrichtungen. Dort brauchen wir es eh, wenn es nicht mehr anders geht. Aber wir müssen schauen, dass die Leute so lange wie möglich im Familienverband bleiben können. Und der Herr Professor Kolland hat es heute angesprochen, es gibt immer mehr auch ältere Ehepaare, ältere Lebensgemeinschaften. Und da müssen wir schon einen Bonus auch für diejenigen schaffen, die die Pflegeleistung, die Betreuungsleistung auch zu Hause erbringen, sei es durch den schon angesprochenen Pflege-Daheim-Bonus oder auch durch eine Reform des Pflegegeldes, dass es einen Aufschlag gibt, wenn man zu Hause betreut und gepflegt wird und nicht in einer stationären Einrichtung, damit man sich dann auch die mobilen Unterstützungsleistungen auch leisten kann. Ich bin da sogar gegen das Geld, ich bin da sogar eher für ein Schecksystem, für ein Guthabensystem, wo ich mir dann gewisse Leistungen der öffentlichen Hand auch zukaufen kann, um möglichst lange auch daheim bleiben zu können. Was wir brauchen, und da glaube ich, haben wir noch viel Luft nach oben, ist der Ausbau einer flächendeckenden Tagesbetreuungsstruktur in Oberösterreich. Ich denke immer an den Kindergarten, ohne dass das jetzt falsch verstanden wird, aber auch eine Einrichtung, wo Menschen hingebracht werden für eine gewisse Zeit, damit dort Aufgaben übernommen werden können, die zu Hause nicht möglich sind. Und genauso stelle ich mir das auch vor mit den Tagesbetreuungseinrichtungen, weil die Viktoria Tischlauch hier ist, unsere Geschäftsführerin vom Hilfswerk, wo ich Obmann und Aufsichtsratsvorsitzender sein darf, da müssen wir uns als Sozialorganisationen auch mehr engagieren, dass sie die Möglichkeit schaffen, in der Woche für einen Tag, für zwei Tage, für fünf Tage eine Einrichtung zu besuchen, wo der soziale Kontakt stattfindet, wo aber auch Pflegeleistung bis hin Hygieneleistungen auch stattfinden, um einfach dann auch das Schlafen, das Daheimsein in den eigenen vier Wänden auch zu ermöglichen. Thema Sozialpolitik. Zweites großes Thema, Wohnbaupolitik. Die Vereinsamung findet oft in den Wohnungen statt. Nämlich dann, wenn man nicht mehr rausgehen kann, weil es halt schwierig ist, die Mobilität quasi auch noch zu erfüllen, wo es quasi nur mehr das eigene Haus gibt, wo man sonst niemanden anderen trifft. Und da gibt es ein paar ganz tolle Modelle in Oberösterreich, sei es von der ISG in St. Marienkirchen, sei es von der WSG in Bregarten oder auch die Diakonie in Engerwitzdorf hat ein tolles Modell, wo man bewusst schauen, auch in der Wohnbaupolitik Sozialräume zu schaffen, Räume für den Kontakt zu schaffen, wo es einfach ein Haus mit 40 Parteien auch den Sozialraum gibt, wo man sich trifft, wo man miteinander Karten spielt, wo man miteinander kocht, quasi nicht nur die Vereinsamungszelle Wohnung, sondern bewusst diese Wohnung auch öffnet, weil es ist zwar schön, wenn wir alle barrierefreie Wohnung haben, nur wenn wir dann in diesen barrierenfreien Wohnungen quasi, wenn die zuklappen wie die Einsamkeitsfalle, ist uns in Wahrheit auch nicht geholfen und da glaube ich, braucht es innovative Ansätze in der Wohnbaupolitik, dass so etwas auch in der Regularförderung, in der Wohnbauförderung auch anerkannt wird. Weil wir haben derzeit ein Regime, wo wir auf den Wohnraum schauen müssen, den optimal ausgestalten müssen und eigentlich für so übergreifende Sozialräume geht es nur im Kulanzbereich oder im Bereich von Piloten. Ich glaube, da braucht man neue Wege auch in der Wohnbaupolitik über dieses Thema auch nachzudenken. Und damit einhergehend, glaube ich, auch die Unterstützung von ehrenamtlichen Initiativen, sei es der Besuchsservice, der Einkaufsservice, da gibt es ja vieles auch in den unterschiedlichsten Gemeinden. Das ist gut, dass das alles ehrenamtlich stattfindet, aber ich glaube auch hier können wir als Politik Rahmenbedingungen ermöglichen, dass es mehr solcher Initiativen gibt. Wir haben es ja gerade in Corona gesehen, wo plötzlich die Hilfsbereitschaft da war, zu helfen und zu unterstützen, was mir gezeigt hat, es gibt viele Menschen, die bereit sind, sich für ältere Menschen zu engagieren. Das ist aber nicht nur ein Thema in der Corona-Zeit, wenn es ums Einkaufen geht, sondern diesen Geist, diesen Gedanken kann man auch jetzt fortsetzen, wenn es einfach darum geht, auch miteinander auch Zeit zu verbringen. Zweiter Punkt, Wohnbaupolitik. Dritter Punkt, Regionalpolitik. Es wurde angesprochen von Professor Kolland, ich habe das auch schon bei der Pressekonferenz gesagt, wir müssen als Volkspartei für den Erhalt unserer Dörfer und Gemeinden am Land kämpfen. Jedes Wirtshaus, das zusperrt, jeder Friseurladen, der zumacht, ist ein aktiver Beitrag zur Vereinsamung vieler, vieler Menschen. Das heißt, es muss unsere Aufgabe sein, dass die Dörfer blühen, dass die Dörfer leben, dass es Leben am Dorfplatz, am Marktplatz gibt, weil dort findet die soziale Interaktion, der soziale Kontakt auch statt. Und ich bin dem Landeshauptmann Thomas Stelzer sehr, sehr dankbar, dass er jetzt gemeinsam mit Markus Achleitner ein neues Raumordnungsgesetz auf den Weg bringt, das die ganz, ganz klare Zielvorgabe hat, dass die Dörfer, die
Dorfkerne, die Dorfplätze wieder belebt werden. Dass wir keine Raumordnung haben, die davon lebt, dass draußen ein Kreisverkehr gebaut wird vom Ort, wo sich dann an allen vier Ecken ein Supermarkt ansiedelt, sondern dass man sich in einem ersten Schritt überlegt, wie kann man die Ortskerne wieder beleben, wie kann man dort nachverdichten, wie kann man dort revitalisieren, wie kann man dort auch wieder die Kaufhäuser zurückbringen, weil dann findet Leben statt und das Leben findet ja beim Einkaufen statt, beim Friseurbesuch statt und deswegen muss es diese Einrichtungen auch geben. Und ich habe mich oft in der Corona-Zeit sehr gewundert, wie dann oft kritisch diskutiert wurde von jüngeren Menschen, wie das Thema gegangen ist, dass ältere Menschen halt regelmäßig einkaufen gehen und da waren es nur jeden Tag quasi das halbe Liter Backerl Milch ist und die eine Semmel ist. Na, muss denn das sein? Ja, es muss sein, weil es geht ja nicht um die Frage, dass die nicht fähig wären, die Logistik besser zu organisieren, sondern es geht um die Frage einer Struktur, eines Tagesablaufes, eines Kontaktes. Und deswegen bin ich dankbar, dass es da tolle Initiativen gegeben hat, mit der Seniorenstunde, bei manchen quasi auch Supermärkten, weil genau davon lebt Gesellschaft und davon, glaube ich, lebt auch das generationenübergreifende Miteinander. Abschließend, Sie sehen, es gibt vieles zu tun. Es ist gut, dass der Seniorenbund das Thema der Vereinsamung auch auf die Agenda gesetzt hat. Dafür bedanke ich mich. Ich bedanke mich aber nicht nur für dieses Thema, sondern ich bedanke mich, dass der Seniorenbund in Oberösterreich zwei ganz, ganz wesentliche Rollen auch einnimmt. Mit der heutigen Veranstaltung quasi das Bollwerk gegen die Einsamkeit auch in der Organisation zu sein. 430 Ortsgruppen, die quasi Bollwerk sind, indem dass sie Reisen anbieten, indem dass sie Sportveranstaltungen anbieten, indem sie quasi aktiv gegen Einsamkeit auch vorgehen. Diese Bollwerkfunktion, Professor Zulehner hat das jesuanisch genannt, was ich spannend finde, wenn der Landesobmann Josef Büring ist, ist das irgendwie auch eine passende Bezeichnung. Ja? Und die zweite Aufgabe des Seniorenbundes, die Sprachrohrfunktion mit der heutigen Veranstaltung, diese Themen auch auf die Agenda zu setzen, darüber auch zu sprechen, weil man nur, wenn die Interessensvertretung laut ist, wenn die Interessensvertretung sich auch präsentiert, kann die Politik diese Gedanken, diese Impulse auch aufgreifen und ihr möget uns daran messen, was wir auch umsetzen. Ich verspreche es als Oberösterreichische Volkspartei, wir sind euer politischer Arm, wenn es darum geht, für die ältere Generation auch zu kämpfen. Danke für das Miteinander, danke für die Einladung. Ja, danke Wolfgang Hartmannsdorfer für deine einerseits sehr, sehr konkreten Ausführungen und auch das von dir abgegebene Versprechen zum Schluss. Wir werden dich natürlich dabei beim Wort nehmen. Ich bitte dich und auch die anderen Referenten jetzt am Podium Platz zu nehmen, darf gleich einmal die Diskussion eröffnen und darf die erste Runde im Publikum sozusagen machen und gleich einmal fragen, während die Referenten heraufkommen. Wir warten dann noch auf den Professor Zulehner, wer eine erste Wortmeldung abgeben möchte, beziehungsweise Fragen an die Referenten am Podium stellen möchte. Wir haben das Thema Vereinsamung sehr, sehr breit aufgestellt und von unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln betrachtet und insofern dürfen wir jetzt wirklich gespannt auf eine erste Diskussionsrunde sein. Ich werde dann auch die Beiträge, die über E-Mail zu uns hereingekommen sind, so gut wie möglich auch einfließen lassen. Darf euch jetzt einmal live im Saal fragen, wo gibt es Fragen bzw. Wortmeldungen? Da vorne haben wir zwei Wortmeldungen. Darf die Vorsprechenden bitten, kurz den Namen zu sagen für alle im Publikum und auch für alle zu Hause und an wen die Wortmeldung gerichtet ist. Mein Name ist Eigner, ich bin der Bezirksobmann aus dem Bezirk Steierland. Für mich gibt es zwei Kategorien von Einsamen. Das sind einmal diejenigen, die also aus körperlicher nicht mehr Vitalität, sage ich einmal, halt nicht mehr in der Lage sind, irgendwo teilzunehmen. Das ist die eine Gruppe.
um die wir uns kümmern und kümmern müssen. Und die andere Gruppe ist jene, die wohl noch in der Lage wären, sich aktiv zu beteiligen, es aber einfach nicht tun und sozusagen auf dieser Schiene dann auch in die Einsamkeit versinken oder zumindest also aufgrund der Kontaktlosigkeit oder der minderen Kontaktfreude einfach am gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen. Diese zwei Gruppen sehe ich einmal in erster Linie mit allen Interpretationen, die wir heute dankenswerterweise gehört haben, aber sonst würde ich dies einmal einfach als allgemeine Frage oder Feststellung stehen lassen. Danke. Vielen Dank, Herr Bezirksobmann. Wir nehmen gleich mehrere Wortmeldungen zusammen und machen dann eine Antwortrunde. Bitte sehr. Ja, mein Name ist Renate Schütz, ich bin im Landesvorstand des Oberösterreichischen Seniorenbundes und stellvertretende Obfrau der Stadt Linz. Der Herr Professor Kolland ist mir natürlich ein Begriff, ich habe ihn vor einigen Jahren kontaktiert. Soziologie ist für mich die Kepler-Universität und Alterssoziologie, jetzt kannst du gleich in Wien anrufen oder gleich nach Wien schreiben. Er hat uns dann eine Dissertantin zur Verfügung gestellt, die uns eigentlich sehr gute Zahlen geliefert hat und die uns eigentlich so auf verschiedene Themenbereiche europaweit eigentlich Vergleiche geliefert hat. Ganz konkret würde ich jetzt sagen, Herr Professor Kolland, Sie haben auch angesprochen Segregation, das heißt, die Senioren sollten eigentlich ein Teil der Gesellschaft sein und bedürfen keiner besonderen Bespaßung, Veranstaltung und so weiter. Sie sollten am alltäglichen Leben teilnehmen, ganz normal mit Jung und Alt. Dann muss ich aber gleich zu dir, Wolfgang. Du sagst, die Ortskerne werden belebt. Wir leben in Linz. Wir haben das Problem, dass wir eigentlich keine Begegnungszonen haben, außer für Fußgänger und Autos in der Herrenstraße, aber keine Lokalitäten, wo wir uns zwanglos treffen können, die nicht unbedingt einer Zielgruppe zugeordnet sind. Es entstehen neue Stehcafés, die können wir vergessen. Es entstehen andere Sachen. Es werden teilweise, wenn Pachtverträge geändert werden, wird die Zielgruppe auch geändert. Das heißt, es ist für uns schwierig, uns einfach spontan herauszubegeben und auch ein Zentrum zu finden, uns zu treffen. Jetzt die Frage, bedarf es einer neuen Struktur oder müssen wir da umdenken? Wie sieht die Soziologie das, wie sieht die Politik das? Das wäre meine Frage. Vielen Dank. Ich darf gleich an die Frau Abgeordnete Scheibelberger, hat sie zu Wort gemeldet, das Wort weitergeben. Landtagsabgeordnete Gertrud Scheibelberger aus dem Bezirk Rohrbach. Ich bin aber auch Krankenschwester und arbeite in einem Altenheim. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Zulehner. Und zwar haben Sie davon gesprochen, aus dem Leben hinausscheidender Demenz. Gibt es Studien dazu, dass in der Demenz die Einsamkeit stärker ist? Ich erlebe es im Altersheim so, dass diese Menschen in einer eigenen Welt sind, aber ich erlebe sie nicht als einsam, weil wir sie in die Gemeinschaft hineinnehmen. Und empfinde eigentlich, dass meistens die Angehörigen größere Probleme haben, weil sie glauben, dass sie in ihrer Welt nicht glücklich sind. Ich erlebe schon so, dass diese Menschen in ihrer Welt eigentlich sehr glücklich und zufrieden sind, wenn wir sie einfach entsprechend mit hineinnehmen. Mich würde interessieren, ob es da wirklich Studien gibt dazu. Vielen Dank. Ich darf noch eine Wortmeldung oder eine Frage dazu nehmen, die quasi über E-Mail zu mir eingelangt ist, und zwar von unserem Bezirksobmann in Gmunden, Bürgermeister außer Dienst Anton Holzleitner. Er fragt, wie merkt man, dass jemand in seinem Umfeld einsam ist und wie kann man ihm am besten helfen? Und ich schließe dann gleichzeitig auch die Frage an, was kann jemand vielleicht auch selber gegen die Vereinsamung tun und wie kann man auch vielleicht vorsorgen dagegen? Würde diese vier Fragen einmal bitten, in der ersten Antwortrunde zu beantworten. Wer möchte beginnen? Ich frage ans Podium, schlage vor, dass wir bei den Experten beginnen. Herr Professor Kolland vielleicht. Danke für die Fragen. Erste Frage, das ist ein sehr schwieriger Punkt, den Sie sehen. Also Sie haben gesagt, Kranke, alte Kranke als eine Gruppe und eine zweite Gruppe.
die sich sehr stark zurückzieht. Also besonders für die zweite Gruppe ist es äußerst schwierig. Also da, das hat auch der Herr Landeshauptmann Bühringer schon vorher gesagt, es gibt wahrscheinlich auch Gruppen, wo man schon sagen muss, da werden Sie als Seniorenbund nicht erfolgreich sein. Also da brauchen Sie mehr professionelle Unterstützung, das gehört dann auch in professionelle Hände. Da ist die Freiwilligen oder das sind Organisationen wie Sie eine gute Unterstützung, ein guter Begleiter, aber allein schaffen Sie das nicht. Da sind Dinge so verhärtet und so verdichtet, dass das sehr schwierig wird. Bei Kranken ist es etwas anderes. Da braucht es dann speziell Personen, wir haben ja sehr viel Erfahrung, was sozusagen freiwilligen Tätigkeit im Krankenhausbereich anbelangt. Ich glaube, da ist die Situation deutlich besser. Die zweite Frage bezüglich der Zielgruppen. Sie haben ja ein schönes Thema aufgebracht. Also da sage ich jetzt einmal an die Politik gerichtet, will ein bisschen provozierend sein. Ich glaube, dass Politik altersblind ist. Also eine grundlegende Altersblindheit aufweist. Und diese Altersblindheit führt dazu, dass viele Angebote die Zielgruppe alte Menschen, die ja nicht eigens adressiert werden sollen, nicht adressiert wird. Und deshalb gibt es den Seniorenbund. Ich würde mir eine Gesellschaft ohne Seniorenbund wünschen. Also nichts gegen den Seniorenbund. Aber als Altersforscher sage ich, in einer Gesellschaft, in der die Alten gut integriert sind, in dem alle Angebote, die wir haben, alle Altersgruppen entsprechend ansprechen, brauche ich nicht eine spezielle Einrichtung, die sich mit den Alten beschäftigt. Das sind diese Organisationen ein gewisser Hinweis darauf, dass Politik da eine gewisse Blindheit an den Tag legt und stärker andere Gruppen adressiert, stärker die Mittleren, die Jüngeren adressiert und das Alter immer so ein bisschen draußen lässt und dann an den Seniorenbund abtritt. Also jetzt bin ich ein bisschen sozusagen vielleicht scharf in dieser Antwort. Also notwendig ist es, Zielgruppe ja, aber Zielgruppe hat immer das Problem, dass sie, wie Sie so schön gesagt haben, segregierend wirkt. Weil dann sind viele Alte und das ist gesellschaftlich nicht gut. Das führt nur zu weiteren Ablehnungen. Dritter Punkt, Demenz. Das ist ein schwieriges Thema. Sie haben, glaube ich, was Richtiges gesagt. Die Einsamkeit ist sehr stark bei den Angehörigen gegeben. Aber Sie haben ja jetzt von Pflegeheimen gesprochen. Wir haben, glaube ich, sehr stark über Demenz im häuslichen Bereich, im Privaten gesprochen. Und da ist tatsächlich eine verstärkte Einsamkeit deshalb gegeben, weil auch da wieder dasselbe Problem ist, was ich schon vorher angesprochen habe. Wenn Angehörige Menschen mit Demenz pflegen, betreuen, ziehen sie sich zurück, weil sie das Gefühl haben, in der Gesellschaft nicht gut akzeptiert zu sein, weil sie zu den Aussätzigen gezählt werden und weil Politik hier wieder nicht entsprechend korrigierend eingreift und dann zieht sich und dann wird auch die Person mit Demenz einsam, sofern sie kognitiv in der Lage ist, sozusagen dieses Gefühl auch zu äußern und dieses Gefühl zu haben. Aber da ist schon etwas notwendig. Wir sind nicht nur altersblind, sondern wir sind auch demenzfeindlich in unserer Gesellschaft. Wir wollen Menschen mit Demenz nicht im öffentlichen Raum sehen. Und bitte, so wie Sie hier sitzen, jeder vierte von Ihnen wird dement werden. Überlegen Sie sich das. Zählen Sie das ab. 1, 2, 3, 4, Sie sitzen bitte. Und Sie werden davon betroffen sein. Denken Sie immer daran. Es ist nicht irgendwas, was irgendwelchen Fremden erwischen wird. Sie werden selbst betroffen sein. Und es gehören sowohl alte Menschen als auch Menschen mit Demenz gehören in die Mitte der Gesellschaft und nicht ausgegrenzt, ausgegliedert, zu Hause oder wo immer, wo dann diese Aspekte entstehen. Danke, ich darf das Wort gleich weiterreichen an den Professor Zulehner, bitte. Ich tue mir ein bisschen schwer mit dieser soziologischen Prädestinationslehre, also dass man jetzt schon genau weiß, wer das sein wird. Ich bin eher für einen optimistischen Weg, weil mir gefallen die Fragen da sehr gut und sagen, kann man sie mitleben lassen? Also es gibt sehr gute evangelische Studien für die praktische Theologie im evangelischen Bereich, weil die sehr viele Heime haben, die sagen, Maximum an Mitleben. Wir wissen eigentlich nicht, was die innere Erfahrung von Dementen ist. Da haben wir viel zu wenig Ahnung.
sehr vieles aus dem erfahrbar machen, was Sie kennen, zum Beispiel in kleinen liturgischen Feierlichkeiten, die man ja in evangelischen Altersheimen macht, auch in dementen Umfeld, Lieder, die Sie mit Sicherheit aus Ihrer Kindheit kennen könnten. Ja? Also man erinnert sich dann zurück. Das ist die eine positive Strategie. Und die zweite, ich glaube, jeder vierte von uns kann sehr klug jetzt vorsorgen, ja? Und kann die Statistik austricksen. Das ist ja der Sinn der Statistik, dass sie nicht eintritt. Ja, ja, ich glaube schon. Ja, man macht Statistiken, um sie zu verhindern. Ja, eine self-destroying prophecy wäre das dann nachher, wo sie sich selber zerstört. Also wie könnte man vorsorgen? Also ich lese und weiß das für mich selber. Ich bin ja mit meinem Alter schon relativ demenzgefährdet, wenn ich so meine Umgebung anschaue. Und dann denke ich mir mal, ja, was ist es? Es ist Bewegung, es ist Sprachenlernen, es ist Musik, es ist Kommunikation, es ist kreativ zu sein. Ich werde dumm, wenn ich kein gescheites Arbeitsprojekt habe, zum Beispiel. Ja? Also darum mache ich jetzt diese Corona-weltweite Umfrage. Sie haben das schon mitgekriegt. Wenn nicht, schreiben Sie sich schnell auf, weil Sie können sich beteiligen, weil Sie erfahrene Menschen sind. www.zulehner.org. Da kommen Sie rein. Der Herr Landeshauptmann hat auch schon ausgefüllt heute. Aber ich muss Ihnen sagen, es haben schon 10.000 in den letzten 2 Tagen ausgefüllt, weltweit. Und wir wollen wissen, was macht das mit den Menschen, ja? Diese Zeit jetzt nachher? Und was macht das mit der Politik? Ich weiß es nicht, wie der Herr Landeshauptmann das erlebt hat. Wahrscheinlich war es für ihn auch eine spannende Umfrage. Ja. Also soweit würde ich sagen, eher optimistisch zu sagen, investiere ich für mich, wo ich kann. Das genug? Vielen Dank. Vielleicht noch kurz ergänzend die Frage, ja, die, glaube ich, noch offen geblieben ist. Die Frage, was kann ich selber auch vorsorgen im Sinne, nicht zu vereinsamen? Weil da haben auch Sie in der Pressekonferenz einiges dazu gesagt. Und Sie haben diese eine kleine Story in einem Punkt, glaube ich, im ersten Punkt drinnen. Also das ist mir mal wirklich geschenkt worden. Eine Frau, die sich sehr schwer beklagt hat, eine ältere Frau, dass sich jetzt niemand um sie kümmert. Eine vereinsamte Frau. Übrigens, ich habe noch schnell gegoogelt vorher, wo das Wort einsam herkommt, Althochdeutsch. Und da heißt es zunächst einig, einmütig ist einsam. Also ein sehr positiver Begriff von Einsamkeit. Und man muss schon das Wort fair vorschieben, weil mit fair, da sagen wir immer was Negatives. Vergeuden, verlaufen, verlieben und weiß Gott, was alles dafür seltsam. Ja, aber es gibt Ausreißer, statistische Ausreißer wieder. Ja. Also die gibt es auch. Also in dieser Richtung, glaube ich schon, sagt mir diese Frau, jetzt bin ich allein, niemand kümmert sich um mich. Ja. Und ich habe damals als junger Kaplan wirklich spontan die Gegenfrage gestellt, also wie Sie fit waren, um wen haben Sie sich damals gekümmert? Und dann sagt sie, um niemanden. Das heißt, sie hat nur ihren Job gemacht, sie hat ihre Arbeit geleistet, sie hat selbst konzentriert, sage ich jetzt sehr liebevoll, ja, selbst konzentriert gelebt, aber sie hat nicht das entwickelt, was ihr gleichsam im späten Alter zurückgezahlt werden könnte, nämlich, dass sie in andere investiert hat und jetzt was zurückkommt. Übrigens dasselbe, das hat mich sehr beeindruckt, da mit der Kinderzahl. Ja? Dass die Leute, die keine Kinder haben, sich selbst strukturell, biografisch in das Knie schießen. Ja? Aber wie? Wenn du keine Kinder hast, hast du niemanden, der sich um dich kümmert. Und ich glaube, das ist soziologisch, glaube ich, sicher so klar, dass die Großfamilie zwar vorbei ist, aber die Leute bilden eigentlich ganz tolle, künstliche familiale Netzwerke mit Freunden, mit Bekannten und so. Also letztlich ist das auch ein Vorsorgethema. Und ich finde das sehr gut. Wo ist unser, ja, das finde ich super mit ihrem verbundenen Wohnen, ja. Also es gibt in Wien das Haus Brot, von einer Kirchengemeinde ursprünglich gegründet. Schattowitz, den Sie ja kennen von der Familieninstitut. Ja. Also die haben das und da leben 20 Familien, da leben Alte alleine, da leben Behinderte mit. Da ist aber niemand vereinsamt, weil die sind eine Kunstgroßfamilie geworden. Und das kann man, da habe ich einen niederösterreichischen Baulandesrat einmal getroffen, der hat gesagt, das fördern wir besonders, dieses verbundene Wohnen. Wenn junge Leute bauen wollen, dann sagen sie, habt ihr nicht jemanden, den ihr gut kennt, der gleich neben euch baut?
sodass da ein Netzwerk durch das Bauen schon entsteht. Das ist intelligente Strukturpolitik. Ja? Und das haben Sie zitiert. Ich habe großen Respekt vor dem Programm, das Sie da haben jetzt. Wenn Sie das durchsetzen, da tun Sie dem Land wirklich was Gutes, finde ich. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann. Ja, ich werde jetzt versucht, einiges zu sagen, was die Herren Professoren von sich gegeben haben. Interessant war jetzt die Aussage, wer keine Kinder hat, schießt sich ins Knie. Wie ist das mit den Zölibatärlebenden? Sind das lauter Knieschießer? Ich hätte gerne welche. Kann ich mir vorstellen, aber das war nicht so ernst gemeint zu meinem Professor Kolland. Gibt es auch Ausreißer, ja. Zum Herrn Professor Kolland möchte ich sagen, das mit jedem Vierten widerspricht eigentlich dem, für diesen Kreis, weil er abzuhören begonnen hat, was vorher gesagt wurde. Nämlich, dass die, die aktiv sind, die sich engagieren, die Sinnvolles tun, nicht so gefährdet sind. Und die 25% sind fürs Normale. Also wir könnten da schon auf jeden Fünften oder jeden Sechsten gehen bei den Anwesenden, dass die Leute nicht depressiv werden. Und was Podium anlangt, bei den vier treffen es entweder mich oder den Hartmannsdorfer, je nachdem, von welcher Seite man zählt. Nur ich habe die Befürchtung, es könnte auch beide treffen aufgrund des Unterschieds halt hintereinander. Aber wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen. Zurück zum Ernst. Was der Eigner gefragt hat, nur auf die Frage möchte ich kurz eingehen und auf die Frage Idealgesellschaft ohne Seniorenbund. Natürlich gibt es die Kranken, die können wir nur betreuen, indem wir das als Bringschuld sehen. Da können wir aber auch viel tun, können wir uns auch einiges überlegen. Das Zweite, jene, die nicht kommen zur Gemeinschaft, da glaube ich, haben wir noch Potenzial nach oben in den Ideen, wie wir sie ansprechen. Es gibt einfach Leute, die haben Scheu vor der Gemeinschaft. Die muss man herausholen, die muss man immer wieder einladen, die muss man mitnehmen. Wenn das nichts bringt, kann man eh nichts machen. Aber ich glaube, dass die Leute, die wie Einsiedler leben wollen, relativ wenig sind. Aber das muss man auch akzeptieren. Aber ich denke, dass wir beim Herausholen, beim Ansprechen, bei der Form des Einladens uns noch einiges einfallen lassen können. Und die Idealgesellschaft ist erreicht, wenn wir keinen Seniorenbund mehr brauchen. Das, so wie es der Professor Kolland gesagt hat, stimmt es natürlich. Aber da ist die Idealgesellschaft auch erreicht, wenn ich keine Spitäler mehr brauche, weil alle gesund sind. Ich denke schon, dass auch in einer Idealgesellschaft Gemeinschaft notwendig ist. Und das Wertvollste, was wir zu bieten haben, ist das Angebot funktionierender Gemeinschaften. Und dessen sollten wir uns, zurückkommend auf die ersten zwei Fragen, sollten wir uns immer wieder bewusst sein, dass wir bei der Erstellung der Programme uns immer wieder fragen, treffen wir mit dem Programm wirklich alle unsere Gruppen? Treffen wir die Älteren, die ganz Jungen, treffen wir die verschiedenen Interessensgruppen und haben wir auch was dabei, wie wir die herauslocken, die vielleicht sonst nicht kommen. Danke, Wolfgang Hartmannsdorfer. Danke, vielleicht auf deine Frage, weil du angesprochen hast, Raumordnung ist ja nur was ein Thema für den ländlichen Raum. Ich habe ein anderes Politikfeld ja auch angesprochen und das ist ein sehr urbanes Thema, das Thema Wohnbaupolitik oder Wohnungspolitik, also auch die Frage der Vergabe, wer wohnt wie. Ich selber bin aufgewachsen in einem Stadtteil, der entstanden ist, wie meine Eltern Familie gegründet haben. Mit dem Ergebnis, dass dieser Stadtteil eigentlich jetzt das Durchschnittsalter von 70 Jahren hat. Also jetzt sehr grob gesagt, Gottfried Hose ist ja auch da unser Seniorenbund-Obmann. Und ich glaube, man muss in der Politik vermehrt auf diese Durchmischung schauen, dass wir nicht in den Städten Gegenden haben, wo halt gerade die Häuser alle zu einer gewissen Zeit entstanden sind, wo es dann nur mehr gewisse Alterskohorten gibt. Wir haben ein ganz tolles Projekt, das Hilfswerk in Oberneukirchen, das Lebenshaus Oberneukirchen, wo wir ganz bewusst ja schauen, Familien, was Sie angesprochen haben, Herr Professor Zulehner, mit Kindern, ältere Tagesbetreuungseinrichtungen,
quasi wirklich Sozialquartiere zu schaffen, um dort dann auch aktiv gegen die Vereinsamung auch vorzugehen. Das heißt, ich glaube, Raumordnungspolitik, ja, ist eine Frage für den ländlichen Raum, für die Gemeinden und Dörfer, aber Wohnbaupolitik und Wohnungspolitik ist schon ein Herzensthema oder müsste ein Herzensthema auch der Seniorenpolitik in den Städten sein. Und das zweite Thema, das ist gut anschließend an den Herrn Landeshauptmann, ist die Frage, welche Angebote gibt es in den Städten. Ich kann mich nur erinnern, wo bei mir im Stadtteil, wo ich auch Gemeindeparteiobmann bin, wenn wir noch das Seniorentreff, das Seniorencafé gehabt haben in der Stadt Linz, wo halt alles dementsprechend schrittweise auch zugesperrt wurde. Ich glaube, das sind die falschen Signale. Und auch da ist der Seniorenbund, glaube ich, gefordert, aktiv auch Kommunalpolitik zu machen, diese Angebote auch einzufordern von der öffentlichen Hand, von der Politik und auf der anderen Seite zu schauen, dass eine starke Seniorenbundorganisation vor Ort ja auch das beste Mittel gegen Vereinsamung ist, weil der Seniorenbund gibt ja die Garantie, dass du nicht einsam bist. Und daher abschließend in Richtung Herrn Professor Kolland, was in Oberösterreich definitiv nicht passieren kann, ist, dass wir in der Politik altersblind werden, weil wir haben einen so lautstarken und starken Seniorenbund, dass das per Definition auch unmöglich ist. Und Richtung Herrn Landeshauptmann, ich kann dich beruhigen, ich wünsche mir als Landesparteisekretär auch einen starken Seniorenbund in der ÖVP und teile nicht die Meinung des Herrn Professor Kolland, dass wir ohne euch auskommen könnten. Ich muss Ihnen, Herrn Professor Kolland, noch sagen, warum ich nicht fürchte, dass die Politik altersblind wird. Es gibt derzeit 26% der Bevölkerung, die über 60 sind. Das sind aber 36% der Wähler. Denn von 0 bis 16 darf man nicht wählen. Und in den nächsten 20 Jahren wird der Gesellschaftsanteil der über 60-Jährigen 35% und fast jeder zweite Wähler wird über 60 sein. Da können Sie sicher sein, dass die Politik nicht altersblind wird. Zumindest nicht in Richtung auf die Wahltage, und das sind ziemlich viele. Vielen Dank für diese erste Antwortrunde und ich eröffne gleich die zweite Runde. Es liegt hier eine Wortmeldung vom Landesobmann Stellvertreter und Bezirksobmann Hans Feitzelmeier vor. Bitte. Du hast es ja bereits gesagt, ich komme aus Gröskirchen und ich schaue natürlich sehr auf die Heimatgemeinde unseres Professor Dr. Paul Zulehner, St. Thomas. Und dort gefällt mir sehr, dass in einem Gebäude im Ortszentrum in einer kleinen Gemeinde wie St. Thomas ein Amtsgebäude, Gemeinde, eine Schule, Volksschule, ein Kindergarten, ein Wirtshaus und ein kleiner Nahversorger ist. Und dies in der kleinen Gemeinde, aber feinen Gemeinde St. Thomas. Das gefällt mir, Herr Professor. Wenn ich aber in meine Gemeinde schaue, in Gröskirchen, dann haben wir ein Problem. Wir haben einen Nahversorger und im Stadtzentrum, ich sage ganz bewusst Zentrum, nichts mehr. Einen Fleischhauer, der vielleicht nur ein, zwei Jahre bleibt und dann ist dort Schluss. Wer tun dort betreutes Wohnen, betreubares Wohnen finanzieren, mitten im Stadtzentrum, und haben für die älteren Menschen keine Nahversorgung. Und das ist wieder an die Politik gerichtet und an Sie alle, das zu ändern. Wenn ich heute öffentliche Gelder den Gemeinden zur Verfügung stelle für das Bauprojekt X, dann muss auch ein Nahversorger ins Gespräch kommen und dort auch bitte installiert werden. Das ist wichtig für unsere älteren Menschen und das ist auch eine Forderung. Und ich bitte darum, Herr Landeshauptmann, des Oberösterreichischen Seniorenbundes sollte das auch sehen, bitte. Danke für die Wortmeldung. Da vorne haben wir noch eine weitere Wortmeldung. Das dauert ganz kurz. Ich bin die Leiterin von Selber Oberösterreich. Und Einsamkeit ist natürlich auch bei uns ein riesengroßes Thema. Wir haben auch voriges Jahr schon eine große Tagung gehabt, wo wir im Vorfeld schon mit dem Seniorenbund auch Kontakt gehabt haben. Ich möchte das eine mal vom Professor Zulehner noch mal aufgreifen und verstärken. Der hat ja ganz klar gesagt, wenn wir nicht dement werden wollen, wenn wir möglichst lange geistig fit bleiben möchten, sollen wir vorsorgen, möglichst bald vorsorgen. Und da kann ich natürlich das Selber-Programm und das Selber-Training wärmstens empfehlen. Und ich denke, im Seniorenbund ist das eh bestens bekannt.
Aber das, was wirklich auch noch mein Thema ist, das ist eines, das auch der Professor Kolland fallen lassen hat, einen Satz, und das auch von dir, Herr Landeshauptmann außer Dienst, auch gekommen ist. Wir sprechen, wenn wir vom Alter reden, ganz schnell immer von der Pflege und immer von der Betreuung. Und ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema, ein ganz wichtiges Thema. Aber wenn ich mir die statistischen Zahlen anschaue, und da habe ich die für Oberösterreich mir auch jetzt noch mal ausgesucht, wir haben mit Stand Juli im Alter von 55 bis 59 Jahren 117.000, also fast 118.000, die jetzt bald in diese nachberufliche Phase kommen werden. Und dann bis zum Alter von 64, da sind wir über 200.000. Und ich denke, das ist auch eine riesengroße Zahl. Also das hat es noch nie gegeben, dass so eine große, gleichzeitig große Zahl in die Pension kommt, alt ist, ja, oder wie auch immer, ja. Weiß ich dann nicht. Sind die dann alle alt oder sind die alle gleich alt? Das heißt, was ich und mir auch und uns eben bei selber ein sehr großes Anliegen ist, das auch ein bisschen differenzierter anzuschauen. Und da möchte ich nur einmal so altern, neu denken. Wie kann das funktionieren? Wie kann das gelingen? Was gehört da alles dazu? Also da müssen wir noch viel mehr, denke ich mal, überlegen, auch von Seiten der Politik, wie können wir da diese noch bei guter Gesundheit befindlichen Personen, die man ja, das ja auch statistisch so jetzt mittlerweile erwiesen ist, und die sich ja viel jünger fühlen als, also ein 60-Jähriger ist ja auch statistisch mittlerweile auch schon erforscht, fühlt sich ja mindestens 10 Jahre jünger. Also was können wir da eigentlich da auch noch anbieten, und dass dieses Leben dann auch so ist, dass ich weiß, ich bin gebraucht, ich bin nützlich, mich kann wer brauchen. Und ich will aber auch mitgestalten, weil das sind die 68er-Jahrgänge, ja, das sind nicht mehr die, die sich einfach alles vorkauen lassen. Wie können wir dem begegnen? Ja? Vielen herzlichen Dank für die Wortmeldung. Ich sehe momentan keine weitere, darf aber noch zwei weitere Anfragen, die per E-Mail zu uns gelangt sind, einbringen. Die eine ist vom Bürgermeister Markus Stadelbauer aus Kemmerton an der Krems. Er spricht die Generationenwohnhäuser an, die ja auch als Beispiel schon von Wolfgang Hartmannsdorfer unter anderem genannt wurden, und fragt, was ist hier in den nächsten Jahren konkret geplant, auch im Sinne von Förderung und so weiter, und wie sind auch Erfahrungswerte, wird das quasi auch angenommen, ziehen die Leute dort ein, ziehen die Senioren vor allem dort auch ein, sind sie bereit, dort einzuziehen, und wie ist da die Situation aktuell, was kann man an den gebrachten Beispielen quasi ablesen? Und eine weitere sehr, sehr persönliche Anfrage richte ich dann in erster Linie auch noch an den Professor Zulehner. Ich lasse den Namen bewusst anonymisiert, weil es eher ein persönliches Anliegen zu sein scheint. Die Frage ist, es tut sehr weh, wenn Enkelkinder, die immer gerne zu uns Großeltern kamen, auch nachts bei uns geschlafen haben, in der Zeit der Pubertät dann aufhören, uns zu besuchen, wie man quasi persönlich damit auch umgeht. Also eine sehr persönliche Frage, die ich aber auch bewusst deshalb anonymisiert lasse. Bitte um die Antwortrunde. Machen wir wieder die gleiche Reihenfolge, hat sich schon bewährt. Herr Professor Kolland, bitte. Ich möchte auf den zweiten Punkt bei Ihnen. Da ist sozusagen das, was Sie angesprochen haben, der Projekte, die es gibt, oder das, was es sozusagen im Raum als solches gibt, das hat auch mit der zweiten Frage zu tun. Was tun wir für die Babyboomer? Nicht? Also die ins Alter kommen und die tatsächlich dann eine große Gruppe ausmachen und die jetzt in Pension kommen, jetzt andere Bedürfnisse haben, als sie, wie sie dann in 15 Jahren sein werden. Und da war ja der Punkt, dass hier mehr Generationen oder Angebote gemacht werden sollen, die dieses Zusammenleben der Generationen stärker fördern. Ich glaube, dass da mehr gemacht werden sollte, weil das habe ich schon vor 30 Jahren gehört. Das ist nicht neu.
Und es ist seit 30 Jahren nicht sehr viel passiert. Wir haben jetzt nicht in Österreich 50 Mehrgenerationenhäuser. Wir sind nach wie vor, die können Sie an einer Hand abzählen, die es gibt. Also da wäre schon gut, wenn man sich auch einen Plan zurechtlegen würde und sagen würde, naja, in 10 Jahren wollen wir, ich weiß nicht, 70 Häuser haben. Nicht, also wo man das Potenzial wirklich ausschöpft und nicht sozusagen immer nur von einem Projekt zum anderen. Das wäre schon sinnvoll, also dass da in die Richtung strukturell eine Entwicklung in Gang gesetzt wird. Also ich sehe da etwas wenig realisierte Politik als Programm. Nicht? Die Babyboomer selber sind eine wirkliche Herausforderung. Sie sind eine Herausforderung, weil sie immer verschiedener werden. Nicht Sie sitzen ja noch da, Sie sind ja, gehören ja zu der sogenannten bescheidenen Generation der stillen Älteren. Nicht? Sie sind ja die sogenannte stille Generation, als Seniorenbund nicht so still, der Herr Landeshauptmann schon gar nicht. Also das gehört ja nicht wirklich jetzt zu den Stillen. Aber so wurden sie lange eingeschätzt, nicht nach dem Krieg, Aufbau. Und da war man relativ bescheiden. Die nächste Generation der Älteren ist es ganz sicher nicht. Also da kommt etwas anderes und die sind die Vorstellungen, die es hier gibt, die sind neu zu entwickeln. Aus der Wissenschaft heraus gibt es sehr wenig Angebote noch. Es gibt zwar in allen möglichen Ländern Versuche, das zu erfassen, aber wirklich gute Programme gibt es ja als solches nicht. Also da ist Politik gefordert, da wäre sicher der Seniorenbund und auch der Herr Landeshauptmann, vielleicht hat er ja eine gute Idee dazu. Wünsche ich mir, dass von Ihnen her auch tatsächlich etwas kommt. Herr Professor Zulehner. Ja, mir ist natürlich diese Frage schon sehr nahe gegangen, wenn die Großeltern sagen, jetzt sind die Kinder einfach weg und kümmern sich nicht mehr um mich. Und das erleben übrigens auch Eltern sonst auch von ihren Kindern. Und ich glaube, das rührt spirituell, wenn ich eine spirituelle Antwort geben darf, an eines der größten Fähigkeiten jedes Menschen, nämlich zu lernen, loszulassen. Ich habe bei Khalil Gibran gelesen, dass die Kinder nicht unser Besitz sind. Ich habe das schon so oft zitiert bei Taufpredigten. Und der Luther sagt ja auch in einer ganz tollen Rede, das Kind in der Taufe wird ersäuft und dir als Kind Gottes anvertraut. Und dann die Kunst zu haben, wenn uns das so ans Herz gewachsen ist, so ein Teil meines Lebens, meines Liebens geworden ist. Und dann zu sagen, du bist frei, geh deinen Weg, auch wenn mich das schmerzt, weil es dein eigener Weg ist. Ich kenne auch viele gläubige Eltern, die dann merken, dann gehen die Kinder auch einen ganz anderen religiösen und spirituellen Weg. Mich würde das als Vater schmerzen, ja? Wenn ich das sehe, dass ich so schlechtes Beispiel gegeben habe, dass das nicht übergesprungen ist. Aber ich kann auch nichts sagen. Let it be, glaube ich, ist die Kernbotschaft, die spirituelle. Lass es zu, lass es sein. Und die großen spirituellen Meister, wie der Meister Eckhart sagt, wenn du das lernst, kannst du auch sterben. Weil das ist das Finale, loslassen. Ja? Aber insofern ist alles dieses Loslassen letztlich eine Vorübung für das Finale Loslassen. Ich weiß nicht, ob Sie das so verstehen mögen. Ich rede nicht gern bei alten Menschen. Ja doch, ich rede schon gern. Weil ich glaube, wir haben das Thema eigentlich ausgeblendet aus unseren spirituellen Überlegungen mit den Menschen. Auch jetzt in der Corona-Zeit. Ich höre immer natürlich viel über Solidarität. Das finde ich super. Arbeitsmarkt, Kurzarbeit und so. Aber ich habe noch relativ wenig gehört jetzt zur Zeit über die Verwundbarkeit, die Endlichkeit. Und was ist, einen Angehörigen verloren zu haben? Ich sehe da nur großes Schweigen im Land. Ich sage das einfach so, weil mich das sehr irritiert. Und das sind übrigens auch Fragen, die wir in der Corona-Umfrage jetzt stellen, wie sie die Kirchen wahrnehmen. Und ich denke, das lohnt sich, darüber nachzudenken. Weil wenn eine zweite Welle kommt, ja, ich weiß es nicht, ob sie kommt, aber wenn die Sorglosigkeit auch von manchen Alten, die demonstrativ Sorglosen, nicht? Und die jungen Sorglosen. Ich habe nur im Guardian heute gelesen, ist ein 30-Jähriger gestorben, der in einer Covid-Party war. Nicht? Das sind diese Partys, wo sie demonstrativ sagen, es gibt den Virus gar nicht, das ist nur eine Erfindung von den Medizinern, vom Fauci und von weiß Gott wem.
Und dann ist der 30-Jährige am Totenbett und der Pflegerin sagt dann noch als letztes, ich hätte es ernster nehmen sollen. Das ist eine finale Botschaft vor dem Sterben. Und das finde ich eigentlich bitter. Hätte er sich ersparen können, dieser Volltrottel. Ja, ich sage das so, weil ich finde das wirklich blöd, so mit dem eigenen Leben umzugehen. Entschuldigen, wenn ich das jetzt so untheologisch gesagt habe, aber Sie verstehen das Wort wahrscheinlich am besten und das merken Sie sich auch. Vielen Dank. Herr Landeshauptmann. Zu den Fragen der politischen Teilhabe und zu den Forderungen in Richtung Wohnbau, Sozialpolitik, Integration etc. Wir werden natürlich, das Wahljahr 2021 steht ja vor der Tür, wir werden natürlich diese Forderungen in ein Programm zusammenschreiben, jene Dinge, die uns wichtig sind. Und ich bin überzeugt, dass wir da auch Aufnahme finden. Natürlich ist es so, das wissen wir auch, dass Corona auch ein ungeheurer Anschlag auf die öffentlichen Finanzen ist und war. Und dass halt manche Programme womöglich etwas länger dauern werden. Aber wir haben schon sehr viel gesammelt für dieses Programm und wir sind für jede Idee, die noch kommt, offen. Das Zweite, was die Teilhabe anlangt, auch da kann ich nur ermuntern, wir sind natürlich interessiert, dass Senioren auch mitmischen in der Politik, dass sie in den verschiedenen Gebietskörperschaften vertreten sind. Vor allem auch im nächsten Jahr, dass wir in jeder oberösterreichischen Gemeinde einen Senioren-Gemeinderat haben. Das halte ich für entscheidend. Erstens sind wir ein Drittel der Wählerschaft. Zweitens, manches sieht man mit den Augen eines älteren Menschen anders als mit den Augen eines jungen Menschen. Und da geht es meistens nicht darum, dass eine örtliche Fraktion bereit ist, einen Seniorenkandidaten aufzunehmen, sondern da geht es häufig auch darum, dass wir wen finden, der bereit ist, das auch zu tun. Und da kann ich nur appellieren, rechtzeitig schon in den Ortsgruppen zu sagen, wir wollen mitmischen, wir wollen dabei sein, überlegen wir uns, welche Leute wir da ins Rennen schicken. Ganz generell möchte ich abschließend sagen, ist es unsere Aufgabe als politische Interessensvertreter. Wir sind ein Verein, der organisiert, der Gemeinschaftsleben macht, der berät, der Sprechtage durchführt und so weiter. Aber wir sind auch eine politische Interessensvertretung. Und daher sind uns solche Veranstaltungen wie heute wichtig. Ihr könnt davon ausgehen, dass niemand zum Fenster hinausgeredet hat, sondern dass wir das, was hier gesagt wird, auch ernst nehmen und in unseren Gremien weiterberaten. Daher möchte ich mich auch bei allen herzlich bedanken, die sich eingebracht haben. Danke, das wäre ja fast schon das Schlusswort. Ich darf aber trotzdem noch dem Wolfgang Hartmannsdorf auch zur konkreten Frage der Generationen, Wohnhäuser und Erfahrungen noch kurz um die Antwort bitten, damit wir das beantwortet haben. Darf aber vorher noch fragen, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Eine haben wir noch, die nehmen wir dann im Anschluss noch mit. Wir sind schon ein bisschen unter Zeitdruck, aber es sollen auch alle Fragen und Wortmeldungen auch beantwortet werden. Bitte, Wolfgang Hartmannsdorf. Auch wenn es eine Grundregel in der Politik gibt, dass die kleine Glocke nicht bimmeln soll, wenn die große schon geleitet hat. Kannst du sagen, dass jetzt die Neiche redet, weil die Alte schon gebimmelt hat? Zum Herrn Bürgermeister, der sich via Internet auch gemeldet hat. Also ich glaube, man hat auf der einen Seite die Möglichkeit, im Regime der Wohnbauförderung auch als Gemeinde aktiv mitzuwirken, welcher Wohnraum wird geschaffen. Wie viele Zimmerwohnungen, Klarwohnungen, Großwohnungen und wie da auch die Durchmischung ist. Und ich glaube, man hat zweitens schon in der Gemeinde auch die Verantwortung, sich einzubringen, wer interessiert sich für welche Wohnungen, um eben genau diese Durchmischung auch sicherzustellen. Es gibt da sicher Grenzen der gesetzlichen Regelbarkeit. Man kann nicht alles regulieren, man kann nicht alles vorschreiben. Es braucht, glaube ich, gerade in diesem Bereich da auch eine massive Eigenverantwortung. Das zweite Thema ist dort, wo es eine Mischform ist zwischen Wohnungspolitik und Sozialpolitik, wie zum Beispiel auch Projekten von uns, vom Oberösterreichischen Hilfswerk, da muss man sich, glaube ich, im Einzelfall immer zusammensetzen, weil da gibt es auch nicht die zentralen Regularien. Da muss man sich zusammensetzen mit der Gemeinde, muss man sagen, schaut, wir als Hilfswerk können anbieten Kinderbetreuung, wir können anbieten mobile Dienste, wir können anbieten die Betreuung in Sozialräumen, ihr braucht
braucht Wohnungen, ihr braucht das oder wie es da du gesagt hast, einen Supermarkt. Wie können wir gemeinsam ein Projekt auch designen? Und das ist ureigenste Aufgabe, das in der Kommunalpolitik zu designen. Wir haben, glaube ich, ganz tolle Wohnbaugesellschaften, die da sehr kooperativ sind. Wir haben ganz tolle Sozialorganisationen wie das Oberösterreichische Hilfswerk, das hier auch gerne aktiv und mit dabei ist. Da müssen wir uns im Einzelfall zusammensetzen. Was fehlt und wo ich wirklich den Seniorenbund auch ersuche, hier politische Forderungen zu entwickeln, sind mehr Freiheiten und Möglichkeiten in genau diesen gemischten Formen. Wir sind überall gut dort, wo wir es noch plan quasi erstellen können, dort, wo es um die Freiheit geht, dort, wo es darum geht, gemischte, innovative Projekte zu entwickeln, haben wir ein Problem mit all unseren Vorgaben und Regularien. Und wenn uns da tolle Konzepte auch einfallen, wäre ich dankbar, wenn wir das eine oder andere auch für das Wahlprogramm der Oberösterreichischen Volkspartei übernehmen könnten. Vielen Dank für die Antwort und ich darf noch den Obmann von Haibach ob der Donau, Josef Habringer, bitten, wenn ich es richtig sehe. Du bist ein wenig im Finstern. Danke, dass du mich trotzdem erkennst. Ich hätte drei ganz kurze Sachen. Einmal zum Herrn Landesobmann, punkto EDV, was du erwähnt hast. Ich selbst bin ja ein EDV-Freak, wenn ich so sagen darf. Das habe ich 25 Jahre beruflich auch getan. Du auch bei den EDV-Kursen, Selbstunterrichten und so weiter. Aber es wird immer wieder gesagt EDV. Und wenn ich EDV höre, glauben viele, da geht es nur um Computer. Interessiert mich nicht mit 80 Jahren, mache ich das nicht mehr mit 90 sowieso und auch mit 70 haben nicht viel Interesse. Man sollte aus meiner Sicht das so machen, EDV, sprich Computer und Laptop für Funktionäre und so weiter, ja, weil man ja was schreiben will, weil man was schicken will, was ausdrucken und so weiter. Zweites Teil von der EDV sind heute diese Tablets. Meine Frau zum Beispiel will mit dem Laptop nichts zu tun haben, aber die kennt sich bei dem Tablet aus. Da kann ich was lernen für ihr. Das hat fast immer bei sich und ist eine gute Sache. Dritte ist heute das Handy. Man braucht teilweise kein Computer mehr, man braucht kein Tablet. Mit den Handys kann man heute schon so viele machen, mit dem Streichhandys. Und da komme ich zur Kommunikation eben hin, zum Einsamkeit. Mit diesen heutigen Handys kann ich ganz einfach mit WhatsApp sprechen und ich sehe den anderen. Ich kann dem ein Bussi schicken und so weiter, ich kann dem ein Bild zeigen und so weiter. Da würde ich ersuchen, dass man für diese Sachen vom Seniorenbund vielleicht Schulungen auch macht, wie man sowas mit den Handys macht, welche dass man da nimmt und vielleicht auch eben, wo gibt es da günstige Sachen. Das wäre dieses unter EDV meiner Meinung nach richtige. Anderer Punkt, Begegnungen, da möchte ich mit dem Theologen sprechen. Wir, ich sage es einmal im Bezirk Geferding, wir sind missioniert von Afrikanern. Früher haben wir Leute weggeschickt, heute sind wir missioniert. Bitte schön, wir haben im Bezirk Efferding einen Dächend aus Uganda und noch einen anderen Pfarrer. Fertig. So schaut die Wirklichkeit aus. So, sehr viele alte Menschen wollen mit wem sprechen, dem sie vertrauen. Die sagen, naja, zu dem will ich nicht gehen, weil der weiß, Nachbar und so weiter, ich traue mir nicht, lieber nicht. Früher ist ja der zum Pfarrer gegangen und hat mit dem reden können. Auch junge Leute bitte. Es gibt ja auch junge, die Probleme haben. Die können nicht zum Vater gehen, weil er sagt, du bleibst Mensch, du, oder können nicht zu uns gehen. Die möchten zu wem gehen. Gibt niemand mehr von der Religionsseite, weil sie A, gar nicht Zeit haben und B, wie kann ich bin weltweit 25 Jahre unterwegs, ich weiß ein bisschen, was ich da sage, wie kann ich von einem Ugander verlangen, der hat ganz eine andere Einstellung. Der muss ja dieses Umdenken, uns zu verstehen, nicht so einfach. Da macht die Religion in meinen Augen ganz, ganz große Fehler. Dritter Punkt, der kleine nur, Wolfgang, zu dir. Es wird immer gesagt, wegen Nahversorgung und so weiter. Ich brauche mir nur alle Kurven anschauen. Es war ein Sparbit im Zentrum,
weil es angeblich wegen Parkplätzen und so weiter das viel Geld gekostet hätte, hat man in die grüne Wiese ein neues gebaut, wo nicht einmal ein Fußgängerweg und ein Radweg hingeht. Wie sollen dort die Senioren hinkommen? Also hört mir bitte mit deinem Aufmerksamkeit, da wird nichts gemacht. Ich hätte dieses Spar dort nicht genehmigt. Da hätten wir jetzt sagen müssen, baut es dort um, macht eine Tiefgarage oder was beim Allen im Zentrum, dass der, der behindert ist, der mit dem Rollator fährt, einkaufen gehen kann. Jetzt den Neukofen, wenn er einkauft, der kann nur mehr mit dem Auto hinfahren. Wenn wir so handeln, sind all diese Sachen, wir machen das jetzt und haben, nicht wirklich glaubwürdig. Danke. Danke, Herr Obmann. Ich darf vielleicht noch eine kurze Antwortrunde bitten, bevor wir dann zum Abschluss der Veranstaltung kommen. Vielleicht, Wolfgang, reflektierst du gleich direkt auf die Anfrage und gehen wir dann reihe um und schließen dann das Schlusswort des Landesobmannes gleich mit ein. Ich widersprich jetzt nur ungern, aber ich tue es trotzdem. Ich habe es in der Rede versucht auszuführen. Es kommt jetzt ein neues Raumordnungsgesetz, wo wir genau diese Tendenzen unterbinden. Ist derzeit in den Ausschussberatungen, soll heuer dementsprechend auch umgesetzt werden. Das kommt. Danke. Herr Professor Kolland, wollen Sie noch abschließend? Vielleicht ein einziger Gedanke, der auch schon mehrmals gekommen ist. Wir brauchen soziale Gelegenheiten und so wie Sie gesagt haben, die Entleerung der Dorfkerne, was immer. Es ist aber nicht nur ein oberösterreichisches Thema, das ist ja ein Thema, das wir überall in Europa haben. Und das Umdenken dauert hier etwas länger. Also das ist schon, das muss auch in der Gesellschaft ankommen. Das müssen wir alle mittragen. Es ist oft nicht irgendeiner schuld. Ich erlebe das jetzt in den letzten 20 Jahren. Aber ich glaube, die Aufmerksamkeit, die wir haben sollen, die ist wichtig. Das aufzuzeigen ist wichtig und immer wieder darauf hinzuweisen, was es uns bringt, ist, glaube ich, auch bedeutsam. Und vielleicht, und ich, hier ist schon meine Hoffnung, da wird sich etwas ändern, weil wir das alle wollen. Und das ist sozusagen, was mich letztendlich hier auch optimistisch macht. Danke, Herr Professor Zulehner, weil auch Sie direkt angesprochen wurden. Wir arbeiten daran. Also das ist eine ganz schmerzliche Wunde meiner, Ihrer, unserer Kirche, dass wir als oberstes Prinzip haben, die Ehelosigkeit der katholischen Priester und alles andere geben wir dafür preis. Das ist die Wahrheit. Und in Amazonien probieren sie jetzt schon, andere Leute zu finden, die aus den Gemeinden kommen, die verheiratet sind, die berufstätig sind. Wir überlegen sehr, wie weit Frauen in Frage kommen. Und ich denke, wenn Sie Glück haben, erleben wir es noch gemeinsam. Danke für die kurze und pointierte Antwort. Und Herr Landeshauptmann, zum Abschluss bitte. Ja, zuerst zum Freund Habringer. Bezüglich Punkt 1 mit Dr. Messnerin. Es gibt unendlich viel Programm. Man braucht nur das ISA-Programm lesen, was wir da anbieten, von dem, was du gefordert hast, aber auch von den EDV-Stammtischen und so weiter und so fort. Manche Funktionäre ist das schon viel. Beschweren sie und sagen, immer redet nur von Computer und von den Schulungen. Dir ist zu wenig. Ich glaube, da gibt es nur ein Informationsdefizit. Das darf bilateral bitte ausmachen. Ja, ich möchte mich nochmals ganz, ganz herzlich bedanken zum Abschluss dieser Veranstaltung. Ich möchte euch noch einmal die Versicherung geben, dass wir an diesem Thema selbstverständlich weiterarbeiten. Weber hat ja gesagt, Politik ist das Bohren harter Bretter mit Augenmaß, Leidenschaft und Verantwortung. Wir werden leidenschaftlich an dem Thema dranbleiben. Ob wir als Seniorenbund das Augenmaß immer wahren können, weiß ich nicht, aber von uns ist auch Emotion in den Anliegen der älteren Menschen gefordert. Wir werden uns sehr, sehr bemühen, so wie bei anderen Themen auch hier, nicht mit einer Veranstaltung das abzuhacken und beiseite zu legen, sondern wir werden an diesem Thema konsequent weiterarbeiten, so wie an vielen, vielen anderen Themen auch. Ich danke euch allen fürs Kommen. Ich hoffe, dass wir unter einfacheren Bedingungen im Herbst und in Zukunft unser Programm wieder fortsetzen können. Ich möchte mich ganz besonders bei den Referenten bedanken, die die Veranstaltung zu einer Qualitätsveranstaltung gemacht haben. Vielen, vielen herzlichen Dank.
und Ihnen allen noch einen schönen Sommer. Danke.